Neuer Handelstag. Hallo zusammen. Aktuelle Positionierung gegenüber gestern unverändert. Ich bin nach wie vor long im britischen Pfund. Einstieg war 1,3963. Seitdem ihr dabei seid, ist es knapp 200 Ticks gestiegen. Zudem haben wir, oder habe ich, während unserer Trading-Wochen eine Lumber-Position aufgemacht, also im Bauholz. Bei 517, da hatten wir auch gesehen, wie ich die Order aufgegeben habe. Haben dann gesehen, dass es die Ausführung gegeben hat, ging erstmal noch ein Stück weiter nach oben und jetzt hatten wir gestern zum ersten Mal seit langem, also seit mehreren Wochen wieder Limit Down und sind auch Limit Down aus dem Handel gegangen. Wie das dann heute weitergehen wird, werden wir sehen. Es ist aber durchaus realistisch, dass wir in nächster Zeit das Ziel, was wir bei 508 haben, dass es angelaufen wird. Und insgesamt ist Lumber einer der Märkte, die sehr, sehr auf Range zu handeln sind. Das heißt, wir sind da jetzt am absoluten Hoch der Historie und ausgehend davon ist das sehr attraktiv, diesen Markt short zu handeln, mit viel mehr Potenzial als das, worauf ich jetzt gerade abziele. Aber wir haben das auch gesehen, der Forecast zeigt erst ab Ende April, Anfang Mai, eine steile Passage gen Süden. Und ja, das, was ich jetzt da raushole, ist sozusagen ein Premium für mich. Aber dann, wenn der Forecast gen Süden zeigt, wird es dann natürlich schon darum gehen, dass man auch größere Spannen mitnimmt. Wir wollen gerade mal schauen. Haben wir hier Bauholz drin? Das, wovon ich spreche, ist hier. Das ist jetzt ein etwas älterer Stand. Jetzt muss man natürlich immer wissen dazu. Bei Trade Signal Online ist es die Eigenheit, dass Charts, also hier unten ist das schon drin, aber dass der Chart hier noch nicht so schlau ist. Die Datumskala geht hier weiter, aber solange noch keine Kerze da war, versteht dieses System hier nicht, versteht die Software nicht, dass Samstag und Sonntag kein Handel ist. Das heißt, diese Markierung hier, die jetzt hier 8.4. ist, und das ist jetzt von Anfang Januar, da kamen natürlich die ganzen Wochenenden dazu. Das heißt, immer 2 Tage weiter nach rechts. Mit jeder Woche geht es 2 Tage weiter nach rechts, dieses Datum. Das muss ich natürlich wissen. Und muss das dann entsprechend, also was heißt anpassen? Ich muss es in meinem Handlungsstrang natürlich berücksichtigen. Wenn ich jetzt etwas habe, was erst in 3, 4 Monaten ist, muss ich eben wissen, okay, da kommen, was weiß ich, 12 Wochenenden dazu. 12 mal 2 sind 24 Tage, dann verschiebt sich das vom Monatsanfang des einen Monats auf den Monatsanfang des nächsten Monats. Also das nur mal zur Erklärung, weil ihr hier seht jetzt 8.4. Und wenn wir in den Live-Chart gehen, und das ist vielleicht an der Stelle ein bisschen besser. Wenn wir in den Live-Chart gehen, werdet ihr sehen, okay, das zeigt ja Anfang Mai an. So, hier seht ihr das. 10.5. Weil, wie gesagt, der untere Part hier, das ist ja eine Projektion, also ein Verschieben der Vergangenheit eines Referenzwertes, beziehungsweise der Veränderung eines Referenzwertes auf der Zeitachse nach rechts. Das ist der Forecast, da ist die Datumskala irrelevant. Der zeichnet die Schwünge vor, wie sie hier oben dann stattfinden sollen. Hier unten haben eben diese Wochenenden schon stattgefunden. Hier oben sind sie noch nicht eingerechnet. Das heißt, dieses System hier oben, wenn ich jetzt hier weiter verschiebe, ich mache es einfach hier mal, 10.5., beziehungsweise wir machen es mal hier, weil diese Daten sind ja einfacher einzuordnen. 9.4. haben wir gehabt. Wird jetzt nicht alles angezeigt. Auf jeden Fall, ihr könnt es mir glauben, dass rechnet die Wochenenden nicht raus. Also jetzt, wenn ich jetzt hier um 7 Tage verschiebe, dann sind wir dann haben wir den Sonntag mit drin.
Normalerweise müssten wir bei 7 Tage verschieben am übernächsten Montag rauskommen. Das nimmt nicht die Handelstage hier, sondern nimmt nur die tatsächlich dagewesenen Tage dann. Also deshalb ist diese Eigenheit da. Aber das ist ja klar, beziehungsweise das haben wir jetzt schon besprochen. Und wir sehen, dass es hier so um den 10.5. 10. Da kommen jetzt natürlich auch nochmal Wochenenden, deshalb wird es wahrscheinlich eher so Mitte Mai sein, soll eine kräftige Abwärtsbewegung starten. Und das ist das, was ich dann aggressiver traden werde. So, hier sind wir. Wir wollen an der Stelle mal so ein bisschen einen Überblick bekommen, was wo interessant werden kann. Also gerade Bauholz, weil ich das ja angesprochen hatte, Range-Markt. Von 1980 bis 2017 einschließlich sehen wir, es ist immer wieder hier am gleichen Level gescheitert. Vorsicht, wenn ihr euch jetzt wundert und ich sage, wir stehen jetzt bei 510. Und hier seht ihr 490 als Allzeithoch. Es kommt immer auf die Adjustierungsform an. Das ist dies bei jedem Datenfeed ein bisschen anders, beziehungsweise kann ich unterschiedlich wählen. Wenn man das auf die gezahlten Preise nimmt, also auf die tatsächlich gehandelten Preise dann waren wir bei 524 mit dem Allzeithoch immer, glaube ich, lange Zeit. Jetzt waren wir im Mai-Kontrakt bei 536, wenn ich es richtig. Also, wir sind sogar knapp drüber gewesen. Aber da nicht irritieren lassen, wie gesagt, das hängt von der Adjustierungsform ab. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen können, was, wir stehen nur bei 530. Das stimmt. Aber in einer anderen Adjustierungsform bezogen auf die tatsächlich gezahlten Preise war 524 immer hier das Hoch. Also, da muss man das Ganze so ein bisschen verschieben. Wir sind auf jeden Fall jetzt jüngst an und sogar knapp über das vorherige Allzeithoch gegangen. Und es ist ganz, an dem Punkt ist vielleicht ganz, ist ein ganz gutes Beispiel, warum ich glaube, dass man mit Fundamentalkenntnissen und mit Einsatz seines Verstandes weiterkommt, als wenn man stur und stupide irgendwelche Chartsignale tradet. Wenn man charttechnisch tradet, würde man wahrscheinlich sagen, okay, Ausbruch auf ein neues Allzeithoch, ich gehe long. Ich mache das nicht oder habe es nicht gemacht. Im Gegenteil, ich habe trotzdem die Short-Position gehalten, die ich kurz vorher eingegangen war. Warum? Naja, Lumber ist Bauholz. Holz bedeutet, es sind Bäume. Natürlich haben wir ein Waldsterben, aber es wird auch sehr viel nachgepflanzt. Aber Bäume sind ja etwas, was jetzt nicht einfach so von der Erde verschwindet. Die werden abgeholzt, völlig klar. Aber es wird auch ganz viel neu gepflanzt. Aber das ist ja etwas, von dem auch einfach noch viel vorhanden ist. Wir können ja jetzt im Gegensatz zu anderen Rohstoffen, also die Vorkommen an Gold sind endlich. Und selbst der Goldpreis läuft nicht endlos nach oben. Aber hier bei Bauholz, das ist ja ein nachwachsender Rohstoff, da gibt es allenfalls, und das zeigt, genau das zeigt auch der Chart. Der Chart zeigt nicht irgendwelchen Quatsch da. Also wenn man hier dann die Ausbrüche auf dem Allzeithoch, hier, das war eine schöne Situation, Anfang der 90er. Wer da einfach stupide nach Chart gehandelt hat, ist direkt in den Fehlausbruch reingelaufen. Es gibt bei Bauholz immer mal natürlich temporäre Unterdeckung. Wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr, oder warum der Preis jetzt so heftig angesprungen ist nach oben in den letzten 12 Monaten, hatte verschiedene Gründe. Wir hatten den Hurricane Irma, der hat dort einiges zerstört. Dadurch steigt die Nachfrage. Wir hatten insgesamt eine florierende Konjunktur. Die Baubeginne sind gestiegen, also die natürliche Nachfrage aus der Wirtschaft heraus ist automatisch schon mal hochgegangen. Zudem Naturkatastrophen hatten wir zwei, Irma und dann hatten wir nochmal, wir hatten Waldbrände.
Da war also einfach einiges, was den Preis trieb. Und wir hatten einen vergleichsweise milden Winter in den Regionen, wo das Holz herkommt. Wenn man sich jetzt fragt, okay, warum ist das negativ? In einem kalten Winter mit gefrorenem Boden können die Bäume gefällt und sofort abtransportiert werden. Das heißt, da gibt es keine Angebotsstelle. Wenn der Winter aber sehr, sehr mild ist und sehr, sehr regnerisch, dann ist der Boden morastig, sehr schlammig, dann können die Bäume nicht abtransportiert werden. Das hatten wir jetzt hier in Deutschland auch. Ich weiß nicht, ob ihr dazu irgendwo was findet. Vielleicht findet ihr was bei Google, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, wenn man Bauholz handelt, sollte man eben genau das wissen. Aber das sind ja jetzt Sachen, man kann jetzt nicht sagen, ui, was ist denn jetzt, wenn die nächsten 20 Jahre lang es nicht mehr trocken wird im Wald? Ist ja Quatsch. Also ist ja absehbar, sobald wir in die warme Jahreszeit gehen, dann ist ja das alles, dann ist die Nachfrage für die Neubauten, die jetzt in der warmen Periode kommen, ist die Nachfrage, die ist ja vorher da. Also die ist jetzt nicht so, dass jemand anfängt, ein Haus zu bauen und dann geht's los am 1. April oder was weiß ich, am 5. April und die fangen an zu bauen und sagen, ui, wir brauchen ja Holz. Sondern klar, das Ding wird geplant, keine Ahnung, ein halbes Jahr vorher. Dann sagt man, okay, was brauchen wir an Baustoffen? Dann wird das kalkuliert und schon eingekauft. Also deshalb, das ist wie bei Rohöl. Rohöl steigt ja jetzt nicht in der eiseskalten Jahreszeit, typischerweise, manchmal schon, aber nicht typischerweise, sondern eben in der warmen Jahreszeit, weil man dann kauft. Geht nur mal von euch selbst aus. Wann bestellt ihr Heizöl, wenn ihr noch Heizöl bestellt? Immer im Sommer. Spätestens im Herbst macht man das. So, das ist bei Bauholz nicht anders. Und Bauholz ist, wie gesagt, ein klassischer Range-Markt. Es kann immer mal sein. Wir hatten das ja bei anderen Rohstoffen auch. Wir hatten das bei Weizen auch mal natürlich sehr, sehr extrem 2008. Es kann immer mal sein, dass so eine Bewegung mal temporär überschießt. Klar, weil einfach vielleicht viele Sachen zusammenkommen. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das ein Range-Markt bleibt. Und so stabil, wie diese Range hier ausschaut, dass es immer zwischen 200, beziehungsweise wenn man das dann adjustiert, ist es so 200 bis 250 auf der Unterseite und 450 bis 520 ist es immer hin und her gelaufen. Und ich sehe keinen Grund, warum dieses Muster auf absehbare Zeit sich ändern sollte. Heißt also, wenn ich jetzt auf Sicht von 3, 4, 5 Jahren Bauholz trade, da wird sich's ja auch wirtschaftlich irgendwann ein bisschen abschwächen. Wenn das kommt, macht auch der Bauholzpreis die Biege. Der macht die schon meistens deutlich früher. Wenn ihr euch mal das anschaut hier, Bauholz war 2004 auf 2005 relativ hoch gepreist. Die Krise in den USA, die brach erst zu so 2007 los. 2007, 2008. Da hatte der Bauholzpreis sich schon halbiert gehabt. Sorry. So. Da hatte sich der Bauholzpreis schon halbiert gehabt. Jahrtausendwende. Aktienmarkt hatte, oder beziehungsweise die Wirtschaft lief so bis ins Frühjahr 2000. Da ist der Bauholzpreis, der hat sein Hoch 98 gemacht und ist anschließend hat er sich auch schon wieder halbiert von 400 auf 200. Also wir haben das immer wieder gesehen, dass der Bauholzpreis schon deutlich früher die Biege gemacht hat, als es die Wirtschaft getan hat. Und von daher, irgendwann kommt dann diese Phase, wo die Wirtschaft sich abschwächt, dann kommt irgendwann eine neue Krise vielleicht. Die muss ja gar nichts mit den Häusern, mit dem Häusermarkt zu tun haben, aber die wirkt sich dort aus, ist doch klar. Wenn mehr Leute in Lohn und Brot stehen, dann wird wieder mehr neu gebaut. Irgendwann ist dort auch eine gewisse Sättigung vorhanden und so weiter. Also völlig normaler Vorgang. Und deshalb, das ist der Grund, warum ich bei Bauholz, also der Forecast, die Intermarkets und der historische Chart, die zeigen hier ganz klar den Weg vor. Mal gucken wir nochmal auf die saisonale Zyklik. Die typische saisonale Zyklik, die ist ja manchmal natürlich ausgehebelt.
Und das ist jetzt über 45 Jahre. Das ist natürlich sehr, sehr stark geklettert. Aber was wichtig ist, die potenziell gute Phase, die sieht jetzt hier nicht spektakulär aus, aber man muss natürlich diesen Mittelteil mal einfach sich wegdenken. Also die potenziell gute Phase ist so ab Oktober bis in den Februar, bis in den späten Februar hinein, so dass es wirklich kippelig wird, ist ab März ungefähr, kann man sagen. Also, dass es nach unten strebt. März bis August, März bis September, so dass es diese Phase, in der es nach unten strebt. Und in dieser Phase sind wir jetzt. Das heißt, klassische Seasonals zeigen gen Süden. COT-Daten werden wir uns ein anderes Mal anschauen, sind auch noch nicht auf dem Extremstniveau, was wir jemals hatten, aber sind schon auch, da sehen wir schon auch ein hohes Maß an Spekulation in diesem Markt und große Absicherungspositionen der Produzenten, die aber noch größer sein könnten, muss man klar sagen. Aber wir haben die Intermarkets ab Ende April, Anfang Mai, Anfang Mitte Mai, gen Süden. Seasonals klassisch gen Süden. Historische Preisrange sind wir an der Oberkante. Also ganz, ganz viele Faktoren sprechen dafür, dass ich bei Lumber in den nächsten Monaten, also jetzt nicht nur diese paar Tage, die ich jetzt hier drin trade, während wir hier beisammen sind, sondern dass wir hier auf Sicht von Monaten, wahrscheinlich sogar von mehreren Jahren, einen Preisrutsch sehen werden. Das wird natürlich nicht in einer Tour gehen. Das wird erstmal nach unten einen ersten Impuls geben, dann gibt es wieder eine Gegenreaktion. Dann kommt ein zweiter Schub. Und aber das ist wichtig, dass wir so eine grobe Ausrichtung haben und eine grobe Vorstellung, wie das wahrscheinlich laufen wird. So, wenn ich immer mal kurz den Ton ausschalte, ich habe es gestern schon gesagt, ich habe eine übelste Allergie. Oder jetzt gerade ist die Allergie recht stark. Bevor ich euch dann da irgendwie hier rein niese oder dergleichen, versuche ich das vorher abzustellen. Also da nicht wundern. So, dann schauen wir uns weitere Märkte an von der Saisonalität her. S&P, natürlich interessant, haben wir auch den Forecast uns angeschaut. Langfristig, das ist ja eine sehr lange Betrachtung hier, 47 Jahre. Langfristig gesehen gibt es natürlich jetzt nicht so die ultimative Schwächephase. Also die klassischen saisonalen Charts, die zeigen natürlich viel stärkere Schwünge, aber das liegt halt an diesen Einmaleffekten. Die Idee hinter den Airway Seasonals ist ja, dass wir Regelmäßigkeiten sehen wollen und zwar nach Gleichförmigkeit gewichtet. Ich will nicht sehen, was weiß ich, der Oktober ist mega schwach. Dabei ist es gar nicht, sondern es gab halt nur ein, zwei Mal einen Crash dort und der hat natürlich dann runtergezogen, sondern ich möchte die Regelmäßigkeit sehen. Und die Regelmäßigkeit ist eben nicht, dass es ab Mai fällt, sondern klar, das ist eine erkennbare Schwächeperiode, die man immer wieder auch ganz gut nutzen kann. Aber wenn jetzt jemand, es geht ja darum, wie verhalten wir uns am cleversten? Und so ein RW Seasonal Chart zeigt einem an, wenn es in einem Markt gar keinen Sinn macht oder wenig Sinn macht, weniger Sinn macht, sagen wir mal, gar keinen ist der Quatsch, aber weniger Sinn macht, sich short zu positionieren. Also wenn man gut beraten ist, im Durchschnitt eher long zu handeln. Zum Beispiel bei Aktien ist das ja einfach unbestritten. Die sind halt einfach langfristig in einem Aufwärtstrend und weil die Wirtschaft wächst, die Weltbevölkerung wächst. Deshalb haben wir immer wieder neue Allzeithochs gesehen bei Aktien, bei Rohstoffen wie bei Lumber, bei Bauholz haben wir das eben nicht gesehen. Und deshalb haben Rohstoffe eine teilweise total andere saisonale Bias als jetzt so ein Aktienindex. Man sieht hier diese wirklich starke Zeit, Oktober bis Mai, und dann ist das eher so ein bisschen, ja, das zeigt genau das an, was da passiert. Mal so, letztlich keine klare Richtung. Wenn man etwas auf der Short-Seite versuchen will,
Ja, dann ist es tatsächlich so, dass man so ab Mai, Juni da ganz gut beraten ist. Aber man sieht hier halt auch Aktien, also wenn ich sehe, wie oft Leute shorten im Aktienmarkt. Ich habe das ja auch lange Zeit, hatte ich ja auch eher eine Short Bias, gerade in den Anfangsjahren einfach, weil man sich vieles nicht vorstellen kann, dann ist das schon abenteuerlich. Also etwas, was erkennbar und auch logisch dauerhaft eher im Aufwind ist, und man shortet am laufenden Meter, da stimmt dann was gewaltig nicht. Also, aber wie gesagt, hat jeder, glaube ich, irgendwann mal gehabt. Kann ich bei mir nicht verneinen, war auch so. Ein Markt, in dem ich mit 4 Kontrakten Abstauberlimit im Markt habe, ist Zucker. Unter anderem, weil hier ab Ende April, Anfang Mai eine saisonal starke Phase beginnt. Mai bis Ende Juli ist eine von zwei wirklich starken saisonalen Phasen, wenn man diese Saisonalität hier benutzt. Vorher die Schwäche will ich zum Kauf nutzen. Wir haben dieses Jahr eine vermeintlich wohl gute Ernte. Bislang jedenfalls ist das so. Daher auch diese Preisschwäche zuletzt. Aber Saisonalität zeigt dir an, dass häufig Probleme so auftreten oder negative Nachrichten kommen, die den Preis nach oben treiben. Mai, Juni, Juli. Ist übrigens bei Kaffee sehr ähnlich. Können wir auch mal drauf schauen, wie das dort ausschaut. Also das sind Märkte, die wir jetzt noch gar nicht so fokussiert hatten, die aber kommen werden jetzt bald. So, was wir zum Beispiel im Mentoring ja auch thematisiert haben, diejenigen, die dabei sind, wissen das, beziehungsweise diese Einheit hatten wir schon. Da haben wir ja die RW Seasonals besprochen und hatten auch zu den einzelnen Schwüngen haben wir auch besprochen, welche fundamentalen Begebenheiten, also Pflanzzeit, wie verhält sich der Markt zur Pflanzzeit, wann ist Pflanzzeit in dem einzelnen Rohstoff, wann ist Erntezeit, das haben wir gegliedert und dann kann man tatsächlich ganz gut sehen in der Pflanzzeit. Oder in der Blütezeit, es gibt dann, wird ja nicht alles neu gepflanzt, sondern bei Kakao und bei Kaffee, also bei Kakao werden die Dinger öfter mal abgeholzt und niedergebrannt und dann werden neue gesät. Bei Kaffee sind das ja Bäume oder Büsche, Bäume, die stehen ja da. Also die werden einfach immer wieder abgeerntet. Deshalb gibt es da keine klassische Pflanzzeit, wie bei Weizen zum Beispiel oder bei Mais. Auf jeden Fall haben wir dort auch einen roten Faden gesehen, natürlich, wie verhält sich der Markt zur Pflanzzeit. Wie verhält er sich zur Erntezeit? Das für jeden Rohstoff dann da in diese Charts reingeschrieben. Und dann kann man ein klares Muster erkennen, was man auf andere Rohstoffe oder was man in jedem Rohstoff sieht. Zur Pflanzzeit, zur Blütezeit, in der Growing Season und wie ist es in der Erntesaison? Wie verhält sich der Preis da? Da kann man ein klares Muster erkennen und das ist sehr, sehr hilfreich, glaube ich, wenn man auch versteht, was da fundamental dahinter steht, weil wir sind alle viel zu sehr getrimmt auf dieses Chart-Gedöns. Und ich sag's, ich meine es nicht abwertend, aber es muss jedem von uns klar sein: Märkte bewegen sich nicht wegen Charts. Sie bewegen sich nicht, weil irgendwas ausgebrochen ist. Und ich halte es für haarsträubend, wenn Leute sagen: Ah ja, zum Trading braucht man nicht viel. Ja, man braucht tatsächlich nicht viel. Also rein technisch gesehen, ich muss mir keine 50 Indikatoren in den Chart reinladen. Aber wenn jetzt jemand sagt, das ist doch ganz easy, du guckst dir nur an, welcher Trend vorliegt und guckst ein bisschen aufs Volumen, ja, dann definier mal, welcher Trend das ist. Da gibt es nämlich 85 verschiedene Zeitebenen und sag mir jetzt mal, welcher Trend gerade vorliegt. Also das sind mir die sympathischsten, ja, die mag ich ganz besonders, die sagen, es ist mega einfach, aber selbst noch keinen Cent an der Börse verdient haben. Deshalb, natürlich ist es nicht einfach. Und natürlich braucht man umfassendes Wissen. Ich muss verstehen, was passiert wann. Und an dem Punkt wird es aber auch sehr, sehr logisch. Das ist das, was auch das Mentoring-Programm, glaube ich, als großen Vorteil hat. Wir gucken uns alle, also wir sind alle bislang eher, oder im klassischen Sinne, so wie es die meisten gemacht haben, sind wir alle einfach Konsumenten des Endproduktes. Wir haben aber überhaupt keine Ahnung, wie es zustande kommt. Also auch bei saisonalen Charts. Jeder guckt sich da so einen saisonalen Chart an. So wie jetzt hier bei, was weiß ich, bei Weizen. Guckt man sich einen saisonalen Chart an. Und dann sagt man,
Ah ja, klar, hier, da gehen wir einfach, Anfang Januar gehen wir short und Ende Juli gehen wir long. Aber hat sich schon mal irgendjemand gefragt, warum das so sein soll? Wahrscheinlich nicht. Und das ist halt einfach sehr, sehr wichtig. Wir haben hier deshalb auch ein bisschen was. Also wir haben hier einen Erntekalender. Erntekalender, der für viele Rohstoffe schon mal das zeigt, was wir in den RW Seasonal Charts im Mentoring-Programm dann auch aufzeigen. Wann ist Erntezeit, wann ist Pflanzzeit? Die Märkte bewegen sich nicht, weil irgendein Seasonal Chart, beziehungsweise dieser saisonale Chart, kommt ja durch fundamentale Begebenheiten zustande. Und ich glaube wirklich und bin fest überzeugt, dass diejenigen, die einfach nur das Endprodukt sich anschauen und sagen, ja gut, jetzt mache ich das und das, aber nicht verstehen, was dahinter steht, das kann eine Weile gut gehen, aber auf Dauer wird es nicht gut gehen, weil im Trading und an der Börse immer wieder Unsicherheiten aufkommen. Und Unsicherheiten kann ich nur begegnen durch Wissen. Viel Wissen davon wird wahrscheinlich nie angetastet werden. Das ist doch bei allen anderen Berufen auch so. Du machst heute ein Studium als Mediziner, wie viel nimmst du denn davon dann irgendwann, also wie viel wendest du denn dann praktisch wirklich an? Programmierer, egal wer, egal was man macht, BWL, noch schlimmer, wie viel von dem, was man da lernt, wendet man denn auch wirklich an? Also, vielleicht hatte ich auch einen beschissenen Studiengang, aber von dem Wissen, gut, wenn ich in der Bank arbeiten würde, wären vielleicht ein paar Sachen würden drankommen. Aber das, was man dort lernt, oder was ich damals da gelernt habe, ist ja 20 Jahre her, davon kommt garantiert und ganz, ganz sicher wenig dran, was ich wirklich anwende. Deshalb, es braucht, um diesen Unsicherheiten, die irgendwann kommen werden, zu begegnen und nicht kirre zu werden, so wie es die Masse macht, brauche ich eine breite Wissensbasis. Und es ist aber auch ganz, wenn man sich mal ein Buch über Psychologie, anschaut, oder wenn man sich dort mal was anliest oder wenn man sich im Studium mit Psychologie befasst hat, dann ergibt das auf einmal alles einen Sinn, dann macht es auch Sinn. Also wenn ich zum Beispiel, ich lese wenig inzwischen in solchen Foren, weil es einfach nervt und weil es auch eigentlich eher peinlich ist, was da teilweise geschrieben wird. Aber die Diskussionen sind jetzt übrigens noch genau die gleichen, wie sie vor 20 Jahren war, als ich mit Börse angefangen habe. Genau das Gleiche. Irgendeiner ist Charttechnik versessen und sagt, mehr brauche ich nicht, ich brauche nur den Chart und ein bisschen Volumen und fertig. Und dann kommen andere und sagen, nein, Moment mal, da stehen fundamentale Sachen dahinter. Du musst fundamental analysieren. Und die haben sich schon immer gegenseitig geschlagen. Also dagegen ist ist der Konflikt Hells Angels gegen Bandidos wahrscheinlich wirklich ein Kindergeburtstag. Charttechniker und fundamental, das ist immer ein Glaubenskrieg und das ist ja völliger Quatsch. Beides hat seine Berechtigung, nur ich muss natürlich schon auch, ich darf nicht hergehen und sagen, naja, klar, guck mal, ich habe da eine Trendlinie gezogen und jetzt ist die gebrochen worden und deshalb ist es jetzt gefallen. Und wenn du dann aber auf der gleichen Trendlinie 5 Monate zurückgehst und 10 und 20 Monate zurückgehst, gab es schon mal Brüche und die wurden dann wieder nach oben gekauft. Und dann sagt man, ja gut, klar, das war ja ein Fehlausbruch. Also eben nach. Charttechnik ist eine deskriptive Methode, überwiegend. So wie es die meisten verwenden, ist es eine deskriptive Methode, die mir einfach sagt, okay, jetzt hatten wir einen Trendbruch. Oder es gab einen Trendbruch und danach gab es diesen Absacker. Und wenn es den Trendbruch gegeben hat und es ist aber nicht nach unten gegangen, dann sagt man, ja gut, guck mal, hier gab es ein Fehlsignal. Aber wenn ich das handle, dann handle ich ja erstmal den Trendbruch. Das heißt, ich habe erstmal einen Verlusttrade. So. Dann ist die Frage, gehe ich denn jetzt wieder dann rein, wenn das wieder in den Trend reinspringt? Oder traue ich mich gar nicht? Und wenn das ein paar Mal hin und her geht an so einer Trendlinie, kann mir kein Charttechniker sagen, oh ja, habe ich doch, das war doch klar, da waren halt ein paar Fehlsignale. Also, ich kenne viele Leute, die, also es gibt auch in dem Forum, wo ich damals aktiv war, immer noch welche, sind die gleichen Leute seit 20 Jahren dort, die wirklich auch sagen, das ist jetzt eine kleine Gruppe und es gibt viele, die mit Charttechnik arbeiten und damit auch die wirklich traden und auch damit Geld verdienen. Also muss man auch ganz klar sagen. Aber ich kenne viele, die sich sehr in dieser Wellenzählerei verlieren und sagen, ah, jetzt muss ich den Count neu machen. Mist, alles über den Haufen geworfen.
und die sich total darin verlieren, aber denen es gar nicht ums Traden geht. Gibt es übrigens beim Programmieren von Expert-Advisern genauso. Also, aber wichtig ist doch, dass man einfach mal nüchtern und sachlich versteht. Es geht darum, das Bestmögliche, also sich bestmöglich im Markt zu bewegen. Das ist schwer. Und Charttechnik ist natürlich meiner Meinung nach viel einfacher erlernbar. Beziehungsweise ich kann mir dort, greife mir dort so ein paar Sachen raus. Jemand, der einfach keine Lust hat, sich intensiv mit Märkten zu beschäftigen, sich viel Wissen anzueignen. Ja, natürlich wird er sagen, gut, ich lege mir einen Indikator in den Chart rein oder ich gucke nur aufs Volumen und es reicht mir. Natürlich ist es viel einfacher, aufs Volumen zu gucken, in jedem Markt, zu sagen, das ist mein Ansatz, als jetzt zu sagen, okay, was? Kaffee, okay, wo wird das angebaut? 33% Exportanteil Brasilien, okay. Was sind die Einflussfaktoren? Dies, das, das. Wann ist Erntezeit? Okay, dann und dann. Wie sind die Lagerbestände und so weiter und so fort. Aber das sind eben die wahren Fundamentals. Und wenn ihr mal große Rohstofffonds anschaut, ihr glaubt doch nicht, dass die da sitzen und eine Linie reinzeichnen und sagen, hier, Karl-Heinz, verkauf 100.000 Kaffee-Futures, wir sind durch einen Trend, durch eine Trendlinie durch. Was die machen ist, die haben Leute in Brasilien, die kennen Leute, die natürlich Plantagen dort haben, die kennen Leute, die Leute kennen auf Plantagen, die reisen dort selbst hin. Und dann gucken die sich, wenn die Investments in Kaffee haben oder sie beabsichtigen, dann gucken sie die sich die Fundamentallage vor Ort an. Die gucken sich an, ja, gibt es denn Schädlingsbefall oder nicht? Wie groß sind die Pflanzen? Wie viel tragen die in diesem Jahr? Aber die zeichnen doch keine Linien da rein. Also das ist doch gar nicht böse gemeint gegen die Charttechnik an sich. Ich nutze ja auch Elemente davon. Aber man darf doch jetzt nicht so naiv und so kindlich naiv sein. Auch wenn man das toll findet. Es kann ja jeder toll finden, es kann ja jeder anwenden. Aber Märkte bewegen sich definitiv und unstrittig nicht wegen irgendwelchen Trendbrüchen und wegen Indikatorenkreuzung, sondern weil es bestimmte Vorgänge gibt. Es ist doch eine vollkommen normale Sache, wenn ihr euch zum Beispiel mal anschaut. So, wir haben zum Beispiel bei Zucker September, November ist Erntezeit. September bis November sehen wir jetzt hier. So, jetzt gucken wir uns den saisonalen Chart von Zucker an. Und sehen, dass es am Beginn der Erntezeit, September geht die los, dass es da ein zyklisches Tief gibt. Vorher gibt es natürlich auch Aufschwünge, aber da geht es vor der Erntezeit, geht es erstmal runter. So, jetzt klicken wir zweimal zurück. Ja, das war sehr gelungen. So, jetzt kann ich mir das für verschiedene Rohstoffe anschauen. Den Erntekalender. Kakao, Oktober bis März. So. Jetzt gucken wir uns den Kakao-saisonalen Chart an. Dann sehen wir, Oktober ist hier. Und hier beginnt der März. Und speziell zu Beginn der Erntezeit, auch hier, markiert der Markt das saisonale Hoch und geht in eine Korrektur über. Was man häufig bei Rohstoffen sieht, ist, wenn Erntezeit ist, bei Orangensaft zum Beispiel auch ganz extrem zu sehen, wenn Erntezeit ist oder wenn die Erntezeit beginnt, dass dann eine Schwächeperiode beginnt oder das saisonale Tief schon markiert wird. Wir haben hier gar kein Orangensaft drauf, das ist schade. Aber ich zeige euch mal den saisonalen Verlauf von Orangensaft und wann dort Erntezeit ist.
Die geht nämlich im Dezember los, also später November, Anfang Dezember bis in den März hinein. Bei Orangensaft ist es extrem ausgeprägt. Und wenn man jetzt sich fragt, okay, gut, was willst du uns damit sagen? Naja, denk doch einfach mal nach, was passiert denn? Also, was passiert? Es gibt eine Pflanzzeit, es gibt eine Wachstumsphase, eine Growing Season und es gibt eine Phase, in der geerntet wird. So, was passiert in der Erntezeit? Es kommt ganz einfach Angebot auf den Markt. Mal mehr, mal weniger. Aber wenn keine Ernteschäden da sind, keine gravierenden, dann ist das erstmal eine Phase, wo Angebot auf den Markt kommt. Angebot kommt auf den Markt zu den bisherigen Beständen. Das ist immer tendenziell eher ein Preisdrücker. Wenn das Angebot ausgeweitet wird, drückt das den Preis. Vollkommen logischer Vorgang. In der Pflanzzeit ist der Preis stabil, weil wir wissen gar nicht, was da in dieser Zeit passiert. Also in der Pflanzzeit ist der Preis erstmal stabil oder ist tendenziell aufwärts gerichtet in den meisten Rohstoffen, weil da sind ja noch ganz, ganz viele Unsicherheiten. Auch erstens mal, wie viel wird denn gepflanzt? Also wie viel wird überhaupt angebaut? Das wird ja von Jahr zu Jahr unterschiedlich auch berechnet bzw. vorgenommen. Also es ist ja, das hängt ja davon ab, wie die Farmer das Ganze einschätzen. Also zum Beispiel dieses Jahr, wenn es eine Rekordernte geben sollte bei Rohstoffen wie Zucker oder auch bei Kaffee, dann werden die schon schauen, dass die nächstes Jahr das Angebot nicht noch mehr ausweiten. Da könnt ihr ganz, ganz sicher sein. Aber Pflanzzeit haben wir immer noch hohe Unsicherheiten. So. Und je weiter wir dann dann kommt die Growing Season, also die Wachstumsphase, und je weiter wir in dieser Wachstumsphase sind, desto mehr Informationen bekommen wir ja. Wie schaut es denn aus mit der Ernte? Also zum Beispiel jetzt, die letzten Monate kamen fast durchgängig positive Nachrichten von Kaffee und auch von Zucker. Also gute Ernte, das meine ich mit positive Nachrichten. Für uns, wenn wir long sind, schlecht. Und je näher wir dann der Ernte kommen, desto weniger Störfeuer kann ja passieren. Und dann fällt der Preis. Vorausgesetzt, die Ernte fällt gut aus. Aber wenn wir noch weit weg von der Ernte sind, jetzt im März, April bin, wo ja Pflanzzeit für viele Rohstoffe ist, und habe im Oktober, November Ernte, ja, in diesem halben Jahr kann ja alles Mögliche passieren. Vollkommen klar, dass der Preis in dieser Zeit eher stabil ist oder ansteigt. Und je näher wir dann der Erntezeit rücken, desto näher kommen wir einem Verfall des Preises, einem Rutsch des Preises. Jetzt kann ich natürlich auf der einen Seite hergehen und sagen, ach, was muss ich das denn wissen? Ich will einfach nur hier, ich gucke mir einfach die saisonalen Charts an, das reicht mir. Aber es wird die Situation kommen, Freunde der Sonne. Es wird die Situation kommen, in der eben der Orangensaft-Future im Dezember nicht abkackt, sondern nach oben geht. Und dann ist es schon von Vorteil, wenn ich folgende Sachen weiß. Wo wird denn Orangensaft stark angebaut? In Florida und in Brasilien. Ah, okay, vielleicht guckt man mal, was dort so abgeht, wettertechnisch. Vielleicht guckt man mal, ob es dort Ernteschäden gibt. Wäre vielleicht ganz hilfreich, wäre eine Option. Vielleicht schaue ich mir mal die Lagerbestände an von so einem Markt. So, natürlich diese Informationen erstmal herbekommen, ist schwierig. Deshalb haben wir auch diesen Research-Bereich aufgebaut und bauen den immer weiter aus, weil die Informationen, die man wirklich braucht als Trader, die findet man sehr, sehr schwierig. Die finden auch wir sehr schwierig. Die muss man sich zusammensammeln, beziehungsweise man hat dann irgendwann Quellen, wo man die herbekommt. Aber es ist schwierig. Jedenfalls, diese Vorgehensweise, aha, ich gucke mir einen saisonalen Chart an und trade den einfach, ohne dass ich weiß, was dahinter steht, die habe ich ja persönlich auch schon hinter mir. Es ist ja nicht so, dass ich irgendetwas kritisiere oder als nicht optimalen Ansatz erachte und das selbst nicht gemacht habe. Ich habe jeden Fehler, über den ich sage, dass es doof, naiv, schlecht, besser machbar ist, selbst gemacht und zwar zuhauf. Und genau aus dem Grund, glaube ich, habe ich auch die Berechtigung und auch die Kompetenz zu sagen, so wird es auf Dauer nicht funktionieren. Da sind doch ganz viele Glücksritter in den letzten Jahren unterwegs gewesen. Die haben in diesen Jahren besser performt als ich. Die Sache ist, ich werde in 5, in 10 und in 20 Jahren mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit
weil ich eben nicht zocke, weil ich das kontrolliert mache und weil ich das aber auch auf eine fundamental gesunde Basis gestellt habe. Dass ich in 20 Jahren noch trade, sofern ich gesund bin, ist sehr wahrscheinlich. Jemand, der einfach nur mal irgendwie ein paar Aktien gekauft hat vor ein paar Jahren oder sagt, immer bei einem neuen Allzeithoch steige ich ein. Ja. Wenn das der Ansatz ist, oder jemand, der sagt, ich habe aufs Volumen geachtet. Also da ist es ja auch so, gerade so Volumen-Trading. Erstens mal, das Volumen ist wichtig. Market Profile seht ihr ja, nutze ich auch. Also da kommt jetzt nichts raus von wegen jetzt, wenn ihr jetzt die Hände beim Kopf zusammenschlagt und sagt, jetzt geht er auch noch aufs Volumen los. Keine Sorge, Volumen ist sehr wichtig und es funktioniert. Aber wir müssen immer auch ein bisschen aufpassen. Es gibt immer Phasen, in denen bestimmte Sachen teilweise durch zufällige Begebenheiten sogar besser funktionieren und es gibt Phasen, in denen sie schlechter funktionieren. Und gerade auch zum Thema Volumen gibt es Studien, die das belegen und jenes belegen. Also zum Beispiel, dass Fibonacci keinen Vorteil hat, ist mehrfach belegt worden. Hat nichts mit Volumen zu tun, aber dass es keine statistischen Häufungspunkte an diesen Fibonacci-Levels gibt, das ist statistisch belegt. Das hat man sich angeschaut, unabhängig, in unabhängigen Studien, und hat das belegt. Beim Volumen gibt es auch viele, die sagen, naja gut, Moment mal, und das ist ja auch Fakt. Also, es gibt ja ganz natürliche Gründe, warum zu bestimmten Zeiten das Volumen hoch ist. Wenn Verfallstag ist, also, oder wenn Verfall ist, wenn Optionen abgerechnet werden, wenn bei News Events natürlich völlig klar. Jetzt muss man sich aber da auch natürlich ein bisschen bewusst machen. Es läuft sehr, sehr viel OTC generell. Es gibt Situationen, da kann man das eben mit dem Volumen nicht so einfach oder da wird es mit dem Volumen auch Fehlsignale geben. Also ich nutze das sehr, 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 sehr einfach, was das Volumen angeht. Aber mir ist aufgefallen, dass natürlich jetzt in den letzten Monaten irgendwie ganz viel Werbung mit Volumen Trading. Volumen Trading ist sehr, sehr gut und funktioniert. So, das auf jeden Fall. Das heißt, wenn ihr dort euch so etwas aneignet, wir machen ja auch im RW Mentoring haben wir auch Arbeiten mit dem Market Profile, worauf ist zu achten, wenn man das Volumen tradet oder wenn man mit Volumen arbeitet, machen wir ja auch. Aber wenn jetzt jemand glaubt, und das ist ja dann wieder dieser nächste Punkt, wenn jetzt jemand glaubt, okay, ich muss mir nicht dieses ganze Scheißwissen aneignen über Rohstoffe und so weiter und über dies und jenes und über Intermarkets, ich gucke einfach aufs Volumen. Ich persönlich glaube und bin überzeugt, weil ich es ja selbst erlebt habe, das ist einfach nur eine faule Einstellung, die man hat. Man ist einfach faul und bequem. Und Wissensdefizite, die werden irgendwann gnadenlos aufgedeckt. Das war bei mir immer so. Ich habe es euch gestern gesagt, zum Beispiel mit Backwardations. Man hätte ja auch direkt hergehen können und hätte sagen können, okay, mir wurde gesagt, es ist so und so. Ich habe es vernommen, aber jetzt untersuche ich es. Nö, ich war faul und habe gesagt, ach cool, wenn das immer so ist, ja einfach. Dann gehe ich immer long. Irgendwann habe ich gemerkt, ach, es ist ja gar nicht in jedem Markt so und in jedem Fall. Also habe ich es untersucht. Aber erstmal war man faul und bequem. Und ich glaube, auch diejenigen, die jetzt irgendwie mit Volumen, also selbst wenn man den sinnvollsten Ansatz wählt, meiner Meinung nach braucht es zwingend ein Verständnis dafür, wie die Märkte funktionieren, welche fundamentalen Zusammenhänge es gibt. Das Schöne ist, es macht sogar Spaß. Ihr werdet ganz anders durchs Leben gehen, wenn ihr versteht, was da passiert. Ihr werdet weniger gefrustet. Ich glaube zum Beispiel auch ganz viele Probleme, die wir in der Welt haben, die gar nichts mit Trading zu tun haben. Aber die gründen einfach darauf, auf Ignoranz, auf Faulheit und auf fehlendem Wissen. Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich 90% weniger Kriege und Konflikte und Rassenhass und Religionsgedöns, wenn es eine schulische Verpflichtung gäbe, dass jeder Schüler, egal wo auf der Welt er in die Schule geht, ist natürlich, wird es nie geben, so etwas, aber wenn jeder verpflichtet wäre, bis zu seinem Abschluss, bis er in der 10. Klasse ist oder was weiß ich was, oder bis er in der 9. Klasse ist, mindestens drei Kontinente für mindestens 2, 3 Wochen bereist zu haben. Also wenn das eine schulische Verpflichtung wäre, geh mal nach, oder alle 5 Kontinente, geh mal dorthin, lerne mal die Asiaten kennen, lerne mal das kennen.
Weil das Gehirn macht ja immer das Gleiche. Erstens mal, es versucht Energie zu sparen. Deshalb wird man immer sagen, ich zeichne nur ein paar Linien ein und gucke aufs Volumen, das reicht mir. Das Gehirn will Energie sparen. Das will nicht, dass du sagst, okay, jetzt muss ich mir für 25 Futures-Märkte die ganzen Fundamentaldaten aneignen, muss wissen, was wo produziert wird, wer es abnimmt und so weiter, welche Einflüsse es gibt. Das Gehirn wird sagen, du, konzentrier dich doch einfach nur aufs Volumen, ist doch einfacher. Und das Gehirn füllt Informationslücken mit halt dem, was unsere Einstellung ist und mit dem, was uns so vermittelt wurde. Das heißt, wenn also irgendjemand nie rumgereist ist und der Vater oder der Opa war vielleicht in der SS, wie der dann diese Lücke füllt, was vielleicht wie Menschen in Afrika sind, ja, das kann man sich vielleicht ausdenken. Also wird in vielen Fällen so sein, nicht immer, aber wird häufig so sein. Deshalb, ich glaube, es ist immer, egal ob wir jetzt von Trading sprechen oder ob wir von ganz normal unserem gesellschaftlichen Umgang sprechen, ich glaube, es ist sehr, sehr gut und notwendig für eine gute und nachhaltige Entwicklung, dass man eine breite Wissensbasis hat. Dass ich nicht nur sage, ich meine, klar, im Endeffekt, in der Theorie, tradet derjenige, der nur auf diesen saisonalen Chart schaut, der geht am 24.12. oder am 23.12. genauso short wie ich. Das wird in 80 oder 90% der Fälle so sein. Der hat nur den Chart und ich habe noch die Hintergrundinformationen, warum das so ist. So, jetzt kommt aber dieser eine von 10 Fällen, wo ich sehe, ja, Moment mal, da gab es ja jetzt gerade das, das und das. Das wird in diesem Jahr nicht funktionieren. Und dann steht derjenige da und hat vorher 9 Gewinner und sagt sich, so, pass mal auf, jetzt habe ich so fett verdient mit dieser Strategie, die funktioniert ja immer. Das ist ja so ein starkes saisonales Muster. Jetzt gehe ich mal volle Kanne rein, weil das klappt ja immer. Und ich sage in der gleichen Situation, okay, ich handle das Muster, aber ich fahre die Einheiten runter oder ich setze es vielleicht sogar mal aus. Es kommt irgendwann die Situation. Wir haben das mit den Gebühren, habe ich es euch auch schon gesagt. Du kannst 3 Jahre lang Gebühren sparen, weil du bei einem günstigeren Broker bist. Irgendwann kommt die Situation, wo du einen technischen Support brauchst. Irgendwann kommt die Situation, wo es darauf ankommt, dass die Orders schnell an die Börse weitergeroutet werden. Und in dem Moment ist diese ganze Ersparnis der letzten 3 Jahre, wenn du Pech hast, weg. Und so ist es dort auch. Diese breite Wissensbasis, die kommt gar nicht mal so oft zum Einsatz, aber sie gibt Sicherheit. Das ist wie wenn jemand ein sehr, sehr gut trainierter Fahrer ist. Also ein Rennfahrer zum Beispiel. Der kennt das Auto, der kann ein Auto viel, viel besser steuern. Und im Straßenverkehr wird aber jetzt ein Rennfahrer keinen großen Vorteil gegenüber einem normalen Fahrer haben. Also ich werde jetzt nicht viel schlechter durch den Straßenverkehr kommen als Sebastian Vettel. Aber wenn auf der Autobahn mir ein Reifen platzt und ihm ein Reifen platzt, bin ich mir aber tausendprozentig sicher, dass er die Situation besser meistert als ich. Weil er das Fahrzeug, wie es reagiert, wenn ein Reifen platzt, wie es reagiert, wenn irgendwelche Klette auftritt, wenn irgendwie irgendwas auf der Straße ist, wie er ausweicht, wenn irgendwie ein Auto dort auf einmal vor ihm auftaucht. Und die Reaktionsgeschwindigkeit, die ist dadurch, dass er trainiert ist, in diesen Extremsituationen, und die Situation kann über Leben und Tod entscheiden, drastisch besser. Und jetzt kann man natürlich durchs Leben wandeln und sagen, ah ja, gut, aber wie oft kommt denn das dran? Ja. Also wenn ich mit der Einstellung daran gehe, dass ich sage, ah komm, jetzt hier ein Fahrsicherheitstraining, wie oft kommt denn das vor im Leben, dass man in einer lebensbedrohlichen Situation ist? Vielleicht einmal, ja. Wenn die im Alter von 40 auftritt und ich habe mir gesagt, komm, das Fahrsicherheitstraining, ich gehe lieber einen Drink mit meinen Kumpels, ja, dann macht's bumm und ich bin derjenige, der in das Auto reinrast. Und der andere hat vielleicht dieses Fahrsicherheitstraining oder der Formel-1-Fahrer hat es ja sowieso, hat die Kompetenz, ist darauf trainiert und wird da besser ausweichen. Also wir sprechen hier über Sachen natürlich, man kommt ein ganzes Stück weit schon auch voran, indem man einfach nur die Informationen konsumiert und sich sagt, okay, so ist es. Ich hinterfrage es nicht weiter. Das bringt einen schon ein ganzes Stück weiter. Aber es kommen die Situationen, in denen ihr diese breite Wissensbasis braucht. Und ich glaube, man geht ganz anders an diese Börse heran. Es werden keine Zweifel aufkommen. Das, was ja bei vielen immer das Problem ist. Sie haben Ängste, sie haben Zweifel. Ich sehe das ja in so vielen Fällen, wo Leute die Regeln auswendig lernen. Die kennen die Regeln von einem Setup von mir innerhalb von 2 Stunden.
Aber dann kommen immer wieder die Fragen, aber warum hast du es denn heute nicht gehandelt? Oder warum hast du denn die Einheiten jetzt runtergesetzt? Oder es kommt das Feedback, ja, da gab es jetzt 5 Verlierer in Folge, ich bin ein bisschen unsicher, ich mache erstmal eine Pause. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann wieder anfange zu handeln oder wo ich weitermache. Aber warum kommt denn dann so eine Angst auf? Angst kommt doch nur dann auf oder kann doch nur da aufkommen, wo ich eine Unsicherheit habe. Einfaches Beispiel, als Kind bin ich immer abends, also nicht immer, aber ich bin oft abends in den Keller gegangen, Getränke holen. So. Wenn ich die Gewissheit habe, weil alles ausgeleuchtet ist, weil ich den kompletten Raum, es gibt keine Wände, es gibt nichts, wo ich nicht hinschauen kann. Wenn ich die Gewissheit habe, hier ist niemand, habe ich keine Angst. Aber was war bei uns im Hausgang? Da stand ein Busch, hätte ja einer dahinter sein können. Da war eine Tür zu, vielleicht hat sich da einer versteckt. Also Unsicherheit kommt doch immer nur dadurch, dass ich gewisse Wissenslücken oder Informationslücken habe. Sei es jetzt irgendwie eine Tür, hinter der jemand sein könnte, wo ich nicht sehe, was dahinter ist, in einem Hausgang oder in einem Keller, oder an der Börse eben die Unsicherheit, ja, vielleicht funktioniert die Strategie ja gar nicht mehr. Und diese Unsicherheit kann ich, die kann ich nicht komplett beseitigen, aber ich kann sie drastisch minimieren, indem ich mich einfach damit befasse, wie funktioniert der Markt, was machten wir denn hier eigentlich? Wenn ich jetzt einfach nur jeden Nachmittag Baumwolle Short handle und mich gar nicht damit befasse, warum funktioniert das denn eigentlich so häufig und unter welchen Bedingungen funktioniert das, dann wird das irgendwann, werde ich aufhören damit, weil es eine ganze Zeit lang nicht funktioniert. Wenn ich aber begreife, okay, da steckt Hedging dahinter, das ist der treibende Faktor dafür, dass das funktioniert. Und dieses Hedging wird natürlich in einem fallenden Markt anders vorgenommen oder aggressiver vorgenommen als in einem steigenden und. Dann gehe ich ganz anders ran. Und das Wichtigste ist einfach, die Märkte steigen und fallen nicht wegen irgendwelchen Chartausbrüchen oder dergleichen, sondern das sind ja nur die Erklärungen oder die bringen noch mal so ein i-Tüpfelchen. Aber die Märkte steigen, weil irgendeiner was twittert. Sie fallen, weil irgendeiner was twittert. Sie steigen, weil es Ernteschäden gibt in einem Rohstoff. Sie steigen, weil Zinsen sich auf eine bestimmte Art und Weise entwickeln. Aber sie steigen und fallen nicht wegen irgendwelchen Charts. Die Charts erklären uns das, die geben uns eine Möglichkeit, das einfach darzustellen. Und vielfach wird das auch funktionieren, dass man sagt, komm hier, Ausbruch. Aber diejenigen, die einfach stupide das machen, die werden auf Dauer kein Geld verdienen. Das ist einfach die empirische Erfahrung. Und auch da ist es wieder so, ihr müsst es ja mir nicht glauben. Schaltet einfach euren Verstand ein und fragt euch einfach, die Statistik ist ja allgemein bekannt, 95% der Leute, sogar eher mehr, meine ich, verdienen nicht nachhaltig Geld an der Börse. So, die verlieren Geld. Jetzt würde ich mich im nächsten Schritt einfach fragen, und das ist die Frage, die ich den Studenten immer stelle, also denjenigen, die Ausbildung bei mir machen, stelle ich immer die Frage, und die würde ich mir dann selbst auch stellen, was machen denn 95% der Leute? Wenn ich weiß, 95% der Leute verdienen kein Geld, sind nicht erfolgreich, egal in welchem Job, dann würde ich mich fragen, was machen die? Und in dem Moment, wo ich herausgefunden habe, was machen die, weiß ich schon mal, dass ich genau das nicht machen darf. Ich muss ja nicht das Gegenteil machen, aber dass ich genau das nicht machen darf, das weiß ich an dem Punkt. Und deshalb stellt euch doch einfach mal die Frage, was machen denn 95%? Kauft mal 10 Bücher, also greift mal Börsenbücher. Gebt Börsenbücher ein. Wir machen es einfach. Das ist die beste Schule, glaube ich. Achtung, wir machen einfach mal ein Live-Googlen sozusagen. So. Ihr wollt wissen, was 95% der Leute machen. Dann googelt Börsenbücher oder Tradingbücher oder Bücher über Trading und guckt, was euch angezeigt wird. Erstes Buch, großes Buch der Markttechnik. Also Chartkram. Zweites Buch, technische Analyse. Drittes Buch, ja, mit ETFs, die Faulbär-Strategie zur Million. Worum geht's da? Gucken wir mal. Was wird da erzählt?
Kann man jetzt nicht genau sehen, aber wir können mal draufschauen aufs Inhaltsverzeichnis, was da verzapft wird. Okay, also da geht es auch darum, man muss nicht viel machen. Man muss nicht viel wissen. Man kann auch so Banken schlagen. So, natürlich Kryptokram. Technische Analyse. Trading für Einsteiger. Also ganz viel. Das ist aber auch bedenklich, wenn man hier ein Grillbuch, die Grillbibel, angezeigt bekommt als Trader. Also, da waren jetzt bei diesen Treffern, Kryptokram war dabei. Da muss ich unheimlich viel wissen aus meiner Meinung, aus meiner Sicht. Die Leute glauben jetzt, sie lesen irgend so ein Buch und dann kennen sich aus. Das Erste, was einem entgegenfällt, wenn man jetzt hier Trading-Bücher googelt, technische Analyse. Die ist ja auch, also es ist ja wichtig, dass man da auch sich auskennt. Aber es ist eben nicht der Grund. Aber ihr findet hier kaum etwas. Also Costolani war hier, glaube ich, mal dabei. Das ist da einigermaßen gehaltvoll. So, aber ansonsten ist das alles. Sind das alles deskriptive Methoden oder es sind eben eher so Dinger, wie werde ich, indem ich nichts mache, schnell reich? So, das ist das, das ist da der Grundtenor. Aber ansonsten auch diese ganzen Bücher, die jetzt nicht direkt Charttechnik beinhalten. Oder wo es nicht sofort draufsteht. Das sind dann trotzdem alles charttechnische Ansätze. Aber jetzt findet mal hier, jetzt guckt mal, wie weit wir gucken müssen oder suchen müssen, bis da mal ein Buch drin ist. Pattern Trading. So, wieder irgendwas, wo man einfach nur Muster ablesen muss und Geld verdient. Trading-Signale und Börsenprognosen, Social Trading, Forex Trading. Es gibt kein Buch, wo einem mal wirklich die fundamentalen Zusammenhänge erklärt werden. Hier ist nichts zu finden. Die besten Strategien. Trading Psychologie, das Buch kann ich übrigens sehr empfehlen. Wirklich sehr, sehr gut. Aber da ist nichts, wo drin steht, okay, so funktionieren die Märkte, das steckt hinter den einzelnen Märkten. Das sind alles hier Methoden, also Anwendungsmethoden natürlich, klar. Viel Chartkram, also viel deskriptives Zeug, aber da ist wenig dabei oder nichts, außer ein paar Grillbüchern. Da ist nichts dabei, wo man jetzt mal sagen kann, okay, so funktionieren die Märkte. Jeder hat einen anderen Anspruch. Ich persönlich würde mich in nichts reinbegeben. Auch da ist es, was ich nicht genau kenne. Und naja, geht doch auch da einfach mal in euren, in euren Alltag. Wie geht ihr denn da vor? Also ich kenne Leute, ich war mal mit einem, also auf dem Seminar war ich mal mit ein paar Tradern einkaufen. Und dann haben die, und das fand ich wirklich, da habe ich auch gesagt, ihr seid doch nicht ganz sauber. Dann haben die da die Preise von, ich weiß nicht, was es war. Sixpacks, irgendwas oder Salz, also irgendwas im Supermarkt. Haben die da die Preise verglichen? Ja, hier ist aber so und so viel drin und das bedeutet so und so viel. Ja, da haben die da rumkalkuliert. Wegen irgendwas, was 1,20 gekostet hat und das andere hat 1,40 gekostet, irgendwie so. So um den Dreh. Wo ich mir denke, meine Güte, Wahnsinn. Und die gleichen Leute haben aber tagsüber gesagt, ja gut, ich mache jetzt mal einen Trade auf im DAX Long. Und dann gesagt hat, ja warum? Was gibt's denn, was denn das Setup dahinter? Ah, ich
Das sieht aus, als könnte es steigen. Ich probiere es einfach mal. Es sind ja nur 500 Euro. Dann denke ich mir, das ist ja Wahnsinn. Es sind nur 500 Euro, aber dann wegen 20 Cent da im Supermarkt auf einmal den Taschenrechner quasi rausholen und sie ausrechnen, wie viel das pro Milligramm ist. Wahnsinn. Also, wenn ich das eine mache akribisch, nämlich die Preise vergleichen, was ja nicht falsch ist, dann muss ich das andere aber auch akribisch machen. Ich kann nicht sagen, 500 Euro und dann aber dahergehen und sagen, ah, das Salz hier ist aber 8 Cent teurer, kommt aber aus einer anderen Region. Also, ganz ehrlich, ich fand es wahnsinnig. Ja. Wir haben uns auch kaputt gelacht darüber, weil ich das denen dann am nächsten Tag aufgezeigt habe, beziehungsweise an dem Abend haben wir es noch besprochen. Und dann haben sie gesagt, okay, eigentlich stimmt es. Eigentlich hast du genau recht. Also deshalb, ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Zusammenhänge versteht. Und gerade bei den Seasonals ist es so, wenn es auf die Erntezeit zugeht, neigen die Märkte zur Schwäche. Entweder sie schwächeln schon vorher oder sie beginnen dann zu schwächeln, wenn die Erntezeit beginnt, weil einfach Angebot auf den Markt kommt. In der Pflanzzeit ist noch sehr viel Unsicherheit. Man weiß gar nicht, was noch alles passieren wird. Deshalb sind die Preise da sehr, sehr stark oder zumindest stabil. Und wenn ich mir diese beiden Faktoren schon mal angucke und mir das bewusst mache, das ist ein fundamentales Verständnis. Dann geht man nämlich her und sagt, okay, ich trade Weizen. Wann ist denn da Erntezeit? So, und dann guckt man sich das an, stellt fest, okay, bei Weizen, es gibt ja drei Weizensorten, also von daher, das ist jetzt hier der Chicago Wheat. Dann sieht man, okay, Mai bis Juli ist Erntezeit, okay, alles klar. Also der Winterweizen. Mai bis Juli ist Erntezeit, aha. Und dann sieht man diesen saisonalen Chart und dann wundert man sich eben nicht mehr, dass der so ausschaut, wie er ausschaut. Weil wir haben ja gesagt, wenn es auf die Erntezeit zugeht, es kommt Angebot auf den Markt, Mai bis Juli, und da markieren wir diese saisonalen Tiefs. Üblicherweise. Manchmal ist es auch anders. In diesem Jahr ist die Saisonalität im Weizen ausgehebelt. Bislang zumindest. Aber das steckt dahinter. Ich finde es total interessant und ich gehe anders mit Trading um, mit den Märkten um, seitdem ich ein Bewusstsein für die Mathematik dahinter habe. Also ganz früher, ich habe es ja auch schon gesagt. Also erstmal, um das abzuschließen, ich gehe anders damit um, seitdem ich dieses fundamentale Bewusstsein, also nicht nur das Wissen, sondern das fundamentale Bewusstsein für die Kausalitäten habe. Zinsen wirken sich auf Rohstoffe aus, mit einem Zeitversatz von 2, 2,5 Jahren. Unheimlich wichtig. Ich gucke auf die Zinssätze in bestimmten Ländern, sehe, okay, wann hat denn die US-Notenbank die Zinsen erstmals angehoben? Wann ging das denn los? Okay, ist, keine Ahnung, 2 Jahre her. Und irgendwann 2 Jahre später springen dann Märkte an, die sehr stark in den USA produziert werden. Mais, Fleisch. So etwas hilft. Ich gehe auch anders mit Trading um und gehe anders durch das Trading-Geschäft, seit ich mir auch die Mathematik dahinter bewusst gemacht habe. Ich habe es ja schon gesagt. Früher die lapidare Einstellung, Hauptsache Gewinner-Trade. Komm, schnell auch mal raus. Was man hat, hat man. Seitdem ich aber mir bewusst gemacht habe, dass es eben nicht so ist, dass es nur eine bestimmte, begrenzte Anzahl von potenzialträchtigen Bewegungen gibt. Und dass, wenn ich so eine Bewegung erwische, was ja gar nicht immer gesagt ist, wenn ich so eine Bewegung erwische, dann darf ich die mir nicht rausnehmen zu früh. Und seitdem ich mir bewusst gemacht habe, nicht seitdem ich es wusste, sondern seitdem ich es mir ins Bewusstsein gerufen habe, dass es eben nicht egal ist, ob ich jetzt mehr Gewinn mache oder weniger Gewinn, ob ich zu früh aussteige oder nicht, weil die Verlierer-Trades ja sowieso da sind, ich bei denen ja nicht so schlau bin. Seitdem gehe ich anders damit um. Und ich glaube, dass viele deshalb so Probleme haben, weil sie sich gar nicht so bewusst mit dieser ganzen Geschichte auseinandersetzen, weil sie sich mit sich nicht, also ein Trader muss sich ja mit sich selbst und seinen Schwächen auseinandersetzen. Er muss die Mathematik hinter dem Ganzen, also hinter den Wahrscheinlichkeiten verstehen. Er muss, und das bedeutet ja nicht, dass man Mathematiker sein muss, bin ich ja auch nicht.
Aber ich muss verstehen, wenn ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit habe, eine Eintrittswahrscheinlichkeit, einen statistischen Vorteil, dann muss ich den eben über das Gesetz der großen Zahlen ausspielen. Ich muss es wieder und wieder machen. Auf dem Weg zu dem Erwartungswert wird alles Mögliche passieren. Es werden große Serien auch gegen mich auftreten. Aber irgendwann wird der Erwartungswert getroffen. Ich muss verstehen, diese 90 zu 10 Regel. 10% der Trades machen 90% der Gewinne. Das bedeutet, ich muss 100 Trades machen, 90 davon werden mir gar nichts bringen. Ich trade 90 Trades und die bringen mir nichts. Und dazwischen aber irgendwo sind 10 Trades, die die Performance ausmachen. Das muss ich verstehen. Wenn ich das verstanden habe, wenn ich auch die fundamentalen Zusammenhänge verstanden habe, warum ist denn jetzt gerade Palladium so stark? Warum ist jetzt dieser und jener Markt so schwach? Wenn ich das verstanden habe, werde ich ganz anders damit umgehen. Werde ich damit professionell umgehen. Und ich glaube, viele haben einfach viel zu wenig Wissen, was nicht heißt, dass man dumm ist, sondern dass man sich einfach nur nicht intensiv mit den wesentlichen Dingen befasst hat. Intensiv wahrscheinlich schon, aber mit den falschen Dingen aus meiner Sicht. So war es jedenfalls bei mir. Und ich glaube, ich habe dann sehr, sehr normalen Werdegang genommen, habe mich aber dann irgendwann schon auch mehr in Richtung Statistik und fundamentale Zusammenhänge entwickelt. Aber die meisten sind einfach noch immer dabei und zeichnen Linien in Charts. Und das ist die letzte Instanz. Das macht vielleicht dann 2% von einem Trade aus bei mir. Wo gehe ich rein? Was ist der Einstieg? Aber die anderen 98% sind Fundamentalwissen, Wissen um die Wahrscheinlichkeiten, also Wissen um die Mathematik, Risikomanagement. Das macht, und Psychologie natürlich, also das zu, diese psychologischen Fallstricke, die mentalen Schwächen zu kennen. Das sind die anderen 98%. Diese 2%, mit denen halten sich ganz, ganz viele Leute auf. Und probiert es einfach mal aus. Macht mal Elliott-Wellenzählung. Erstens mal ist es hochkomplex. Zweitens, ich habe bis heute nicht begriffen, wie man das machen soll, also wie man damit gewinnbringend traden soll. Und es hat auch noch keiner belegt. Es gibt Leute, die das. Es gibt ja Elemente davon, die sind ja gar nicht doof. Also 1, 2, 3 Tiefs zum Beispiel oder 1, 2, 3 Hochs nach Dow-Theorie ist ja das gleiche, wie wenn ich jetzt sage, ich nutze Elliott Waves und versuche eine Impulswelle, also die Welle 3 zu handeln. Aber dazu brauche ich weder Elliott Waves noch brauche ich eine Dow-Theorie, sondern muss ich einfach nur einen gesunden Verstand haben, dass ich sage, okay, neues Preishoch, markantes Chart-Level. Es kommt Momentum auf, Volumen zieht an. Also das sind ganz viele Sachen, ganz, ganz viele Sachen, wo man sich auf das Falsche fokussiert. Das ist das, was ich damit sagen will. Also, in den nächsten Wochen, und das war eigentlich der Ausgangspunkt, und das will ich an der Stelle noch abschließen, wir schauen jetzt gerade, was ist in den nächsten Wochen interessant. So, da haben wir gesehen, Bauholz für die Short-Seite immer wieder interessant in den nächsten Monaten. Zucker haben wir auch gesehen, auch interessant. Magerschweine bin ich teilweise schon positioniert, hier jetzt noch nicht in dem Account. Da sehen wir Ende März, Anfang April steile Anstiegszeit. So, dann, wenn die Leute grillen, so ab Juni, Juli ist der Preis eher am Schwächeln. So, im Moment setze ich eben auf diese Phase hier, dass es bis in den Mai hinein steigt. So. Dann haben wir, gucken wir mal auf Orangensaft. Haben wir eben gerade geschaut. Ist auch so, Ende April, Anfang Mai steigt das mal kurz, aber heftig an, typischerweise. Ist jetzt aber nichts, was ich unbedingt handeln muss. Benzin hatten wir schon. Baumwolle gucken wir uns mal an. Hier ist die Erntezeit und da fällt es. Ist aber jetzt in den nächsten Wochen nicht wirklich interessant. Für uns ist jetzt nicht wirklich spannend. Kupfer auch jetzt saisonal noch nicht so der wichtigste Markt. Also es wird im Wesentlichen darauf hinauslaufen,
Im Aktienmarkt, da haben wir jetzt eine sehr, sehr ausgedehnte Konsolidierung gehabt in den letzten 2 Wochen. Das wird sich vielleicht jetzt ein bisschen beruhigen und dann werden wir in irgendeine Richtung ausbrechen. Im Aktienmarkt versuche ich also auf Trend zu handeln. Da kommt jetzt auch Ende der Woche, Anfang nächster Woche ein ganz interessantes Muster für die Long-Seite potenziell. Werden wir sehen, ob wir da reinkommen. Ansonsten Lumber für die Short-Seite reserviert, Lean Hogs will ich auf der Long-Seite rein, Zucker für die Long-Seite interessant, Kaffee wird wahrscheinlich auch so in diese Richtung gehen. Das wird also das sein, was wir hier in naher Zukunft versuchen wollen zu nutzen. So, und damit können wir wieder auf den Markt schauen. Das Pfund setzt zurück. S&P tritt auf der Stelle, da noch kein Handlungsbedarf. FDAX auch am Rumeiern. Palladium auf dem Niveau, kein Handlungsbedarf. Crude Oil hat sich ordentlich nach oben geschraubt in den letzten Tagen. Hier mache ich auch noch nichts. 10-Year T-Notes will ich auf der Long-Seite rein, mache ich aber an der Stelle auch noch nicht. Ist noch nicht spruchreif. Und ja, Weizen wird dann heute Mittag wieder interessant werden. Ist an der Stelle noch nicht akut. So, dann schauen wir auf den S&P und schließen damit so den ersten Schwung für heute, den ersten Redeschwall ab. Also im Moment noch kein Handlungsbedarf. Das kann und wird sich aber noch ändern im Tagesverlauf. So, 11:30 Uhr, wir schauen mal drüber, wie die Entwicklung in den einzelnen Märkten ist. Britisches Pfund schwächelt heute. Crude Oil nicht wirklich. FDAX und S&P relativ unspektakulär seitwärts. In den 10-Year T-Notes das Gleiche. Und Palladium wieder im Abwind. Ich werde euch gleich mal, wir hatten ja in den letzten Tagen auch über Systementwicklung gesprochen, beziehungsweise ich hatte heute früh auch schon gesagt, es ist, dass viele sich Trading viel zu einfach vorstellen. Also gerade wenn jemand sagt, solche Aussagen, ja gut, dann muss ich nur darauf achten und dann mehr muss ich nicht wissen. Das ist natürlich, ja, ist schon abenteuerlich. Die Kunst ist vor allem zu wissen, wann man was macht. Also es gibt ja zig Methoden, die in bestimmten Phasen oder jede Methode funktioniert in bestimmten Phasen. Jetzt finde aber mal heraus, in welchen Phasen du die Methode anwenden kannst und in welchen Phasen du das eben nicht machst. Und da will ich euch jetzt gleich mal was zeigen, was zum Nachdenken anregen wird, denke ich mal. Hoffe ich jedenfalls. So, ich muss das mir hier gerade von einem Rechner auf den anderen schicken. Deshalb dauert es einen kleinen Moment. Beziehungsweise, ja, es dauert auf jeden Fall einen kleinen Moment. Und zwar zeige ich euch, also jedes System, was ich, oder fast jedes System, was ich handle, fast jede Strategie hat einen Vorfilter. Also eine Strategie zum Beispiel, wenn ich jetzt die Strategie habe, wie bei der Monday Bonds Strategie, ist ja die Strategie, kaufe ein neues Tageshoch, wenn es nach 9 Uhr markiert wird. Das ist die Strategie. Der Vorfilter in der Strategie macht aber das Entscheidende aus, nämlich der Vorfilter ist auf der Zeitebene und der sagt, handle nur an Montagen. Das ist der Vorfilter. Also wir haben die Strategie, Ausbruch auf neues Tageshoch, nur Long. Wenn ich das jetzt aber jeden Tag machen würde, wäre der Effekt verwässert. Wenn ich das jetzt montags mache, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags, würde der Effekt nicht mehr bestehen. So, okay. Dann wäre der Effekt weg.
Kleinen Augenblick, gleich kann ich es euch zeigen. Das heißt, der Vorfilter, in dem Fall der Wochentagsvorfilter, sagt mir, okay, das Ding kannst du nur montags handeln. Nur montags bringt das einen Vorteil. Wenn ich es an allen Tagen mache, also wenn ich so stupide vorgehe, dass ich sage, ich mache das einfach immer. Ich gehe einfach immer jeden Tag um 9 Uhr, setze ich einen Buy-Stop über dem bisherigen Tageshoch, dann funktioniert das nicht. Das heißt, der Filter macht daraus, dass die Strategie funktioniert auf Dauer in Summe, dass sie einen Gewinnvorteil hat. Das kommt aus dem Filter, aus dem Wochentagsfilter in dem Fall. So, jetzt zeige ich euch gleich was. Okay, so. Also da ist der Wochentagsfilter das Entscheidende. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie wichtig solche Vorfilter sind. Also bei Vorfiltern geht es immer nur darum, wir haben eine Technik, die hat ihre Berechtigung, aber die funktioniert natürlich nicht in jeder Marktsituation. Ich muss also wissen, und das ist eben auch der Punkt, wenn ihr euch fragt, warum der eine Trader Geld verdient und der andere Trader nicht Geld verdient. Selbst wenn die diskretionäre Ansätze haben. Der eine ist seit 2, 3 Monaten dabei, hat überhaupt keine Ahnung, hat wenig Erfahrung. Ist vielleicht sehr engagiert, ist vielleicht auch sehr intelligent, lernt vielleicht auch schnell, aber er hat noch keine Erfahrung zu wissen oder zu wenig Erfahrung, um zu wissen, was er wann anwendet. Er hat einen großen, wie eine Frau braucht vielleicht einen großen Schminkkasten. Er hat eine große Werkzeugkiste aus Instrumenten. Er kennt Breakout-Strategien. Er hat auch was von Indikatoren, Signalen gehört. Er hat dies, er hat das. Er hat auch Risikomanagement, vielleicht Techniken sich sehr schnell angeeignet. Aber wenn er nicht weiß, was ich wann anwende, MACD zum Beispiel, gutes Beispiel, ein Nullsummenspiel auf Dauer. Wenn ich aber weiß, okay, fundamentale Lage ist dies und jene. Wir haben extrem niedrige Zinsen. Der Markt ist, keine Ahnung, 35, 40% unter seinem 200-Tage-Durchschnitt. Jetzt stehen wir vor einem Bullenmarkt. Und dann, das in dem Fall zu sagen, okay, jetzt, damit ich das vom Timing her ein bisschen besser hinbekomme und ich nicht ins fallende Messer greife, warte ich, bis der MACD kreuzt. Dann bringt das was in diesem einzelnen Fall. Aber wenn ich den als stures System quasi immer durchtrade, dann bringt das nichts. Das heißt, ich muss ein Gespür dafür haben, aufgrund von viel Erfahrung, oder ich muss einen Vorfilter haben, einen technischen Vorfilter, den ich irgendwo erlerne oder den ich selbst erarbeite, der mir dann sagt, okay, jetzt grünes Licht für diesen und jenen Ansatz und jetzt Stopp. Das ist unheimlich wichtig und ich will euch an der Stelle mal versuchen zu verdeutlichen, was der Vorfilter ausmacht. Das hier ist die Equity eines Systems, was vielleicht jetzt in Kürze auch wieder den Handel hier aufnimmt, was wir auch in diesen Wochen höchstwahrscheinlich traden werden. Was ich in der Million-Dollar-Challenge jetzt dazugenommen habe in diesem Jahr, ganz einfach aus der Erkenntnis heraus, dass die Orders mittlerweile feiner einschießen in den Markt, als es noch vor 3, 4, 5 Jahren war. Vor 3, 4, 5 Jahren war es noch so und vor 10 Jahren erst recht, da waren die Märkte weniger effizient. Sie werden natürlich immer effizienter durch High-Frequency-Trading, durch die ganze Technologie, durch Computer. Und dadurch ist es so, dass die Blöcke auch kleiner werden. Also das heißt, während man früher gesagt hat, okay, komm immer in 500er Stücken, also über in 500er Paketen oder in 250er Paketen kaufen wir. Und das relativ ungestüm war. Da hat man dann so richtig gesehen, wie die Trends starten, man hat so richtige Fußstapfen gesehen von den großen Adressen. Natürlich, die sind auch nicht doof und die haben ja nichts zu verschenken. Wenn ich also früher wurde das alles, sagen wir es mal anders, früher wurde das ja manuell alles gemacht. Das heißt also, vor 30 Jahren hat der Händler jede Order manuell aufgegeben. Zack. Und natürlich, so ein Händler, wenn der nicht den ganzen Tag, wenn der den Auftrag hat, heute musst du 50.000 Kontrakte unterbringen am Markt, im S&P. Dann sitzt er den ganzen Tag da und wenn der das natürlich ganz, ganz fein stückeln will, dann drückt der quasi alle 10 Sekunden drückt er da eine Order durch. So. Ist es realistisch? Nein. Das heißt, der Händler, der vor 30 Jahren gehandelt hat, wird sich gesagt haben, okay, wie kriege ich es denn einigermaßen kursschonend unter? Ja, hat es ausgerechnet. Okay,
was weiß ich, immer in 250er Tranchen. Dann muss ich so und so viel, also habe ich über den gesamten Tag, habe ich den Block abgearbeitet, zum Beispiel, ja. So, der wird also gröber gearbeitet haben, weil natürlich, er hat auf der einen Seite das Bestreben und kriegt auch einen Bonus dafür, dass er natürlich, wenn er das, wenn er günstige Kurse da oder einen günstigen Durchschnittspreis bekommt, aber natürlich wird er, ist es auch rein technisch gar nicht machbar, dass der dann da in 10er-Schritten, also dass er immer 10 Kontrakte, dann wird, das wäre natürlich super Kurs schon. Also wird er so nicht gemacht haben. Mittlerweile gibt es natürlich Algos, die den ganzen Tag und zwar im Millisekundentakt können die Orders in den Markt geben. Das heißt also, mittlerweile ist die Möglichkeit gegeben, ein 50.000er Paket einfach anders in den Markt zu geben. Das ist das, was ich meine. Und das ist der Grund, warum auch immer mehr Trends, immer mehr starke Intraday-Trends auch einfach so loslaufen. Also früher, zack, haben komprimiert, haben die Pakete reingehauen, hat man gesehen, oh, das ist eine wuchtige Kerze, viel Volumen dahinter. Das ist jetzt von großen Adressen. Und dann kann man sagen, okay, große Adressen agieren tendenziell über einen gesamten Tag. Also gehe ich mal in die Richtung dieser Kerze, die da jetzt stattgefunden hat. Mittlerweile kann man das nicht immer so sagen. Mittlerweile laufen auch sehr viele Trends einfach so los. Und aus dem Grund habe ich dieses Breakout-System, was hier hinter dieser Equity steht, dazu genommen. So, merkt euch einfach nur mal die Equity. Sie geht von links unten nach rechts oben. Und bei diesem System ist es ein ganz, ganz simples Breakout-System. Das Entscheidende dort ist, es handelt nicht jeden Tag, sondern es handelt mal eine Zeit lang. Und wenn es dann aber einen starken Trend gegeben hat, stoppt das System. Also wenn wir ein paar Tage lang immer wieder erfolgreich, das kann man gar nicht in einer festen Tagezahl bemessen. Das kann manchmal sein, dass es zwei Trades macht und stoppt dann wieder, wenn es genau da starken Preisversatz gegeben hat. Und es kann sein, dass das Wochen oder Monate lang läuft, bis eben der Markt wirklich mal einen starken kurzfristigen Preisversatz hatte und dann stoppt das System. Also das zielt darauf ab, Breakouts zu handeln und das so lange zu machen, bis der Markt wirklich trendig war. Und wenn er trendig war, stoppt es. Das heißt, in diesem System gibt es immer wieder Breaks, die sind teilweise monatelang, pausiert das manchmal. Jetzt haben wir, glaube ich, seit 4 Wochen einen Break drin. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste ich jetzt gleich mal nachschauen. Also wir haben seit ein paar Wochen einen Break drin, wo diese Systematik pausiert. Weil es war sehr volatil, es gab einen starken Impuls abwärts, beziehungsweise zweimal. Und dann hat das System gesagt, okay, der Vorfilter hat gesagt, Pause. Jetzt würde man einfach bei Breakouts zu oft in Fehlsignale reinlaufen. So, also ich kann ja nicht davon ausgehen, also wenn ihr jetzt einen Opening Range Breakout macht, ihr könnt ja nicht davon ausgehen, dass jeden Tag es einen starken Trend geben wird, sondern es wird an manchen Tagen bricht es aus der Eröffnungsrange zum Beispiel und es gibt einen starken Trend über den gesamten Tag. Es kommt vielleicht nochmal vor, aber ihr dürft doch nicht so naiv rangehen oder wir dürfen nicht so naiv rangehen, also jeder von uns, zu glauben, okay, jeden Tag einfach nur ein Ausbruch aus der Eröffnungsrange, es wird funktionieren. Das wird ein paar Mal dabei sein, werden dabei sein, wo es tatsächlich der erste Ausbruch den Trend bringt. Dann werden ein paar Mal dabei sein, wo der erste Ausbruch ein Fehlausbruch ist und es dann aber in die Gegenrichtung läuft und einen starken Trend bringt. Und dann werden aber auch ganz viele Tage dabei sein, wo es um die Eröffnungsrange mal nach oben, mal nach unten letztlich pendelt, aber keinen Trend bringt. Deshalb, die Filterung ist hier das A und O. Und wie krass wichtig die Filterung ist bei einem System. Die Filterung bei einem System übertragen auf einen diskretionären Handel bedeutet, der Trader muss erfahren sein, er muss wissen, wann kann ich das anwenden. Er muss dann Gespür haben oder er muss ein Regelwerk haben, was ihm sagt, okay, pass auf, jetzt sind die Bedingungen wieder günstig, jetzt waren sie eine Zeit lang ungünstig für diesen Ansatz, für diesen Breakout-Ansatz, für diesen Counter-Trend-Ansatz, für was auch immer, jetzt kannst du wieder loslegen. Und jetzt zeige ich euch gleiche Logik. Also hier handelt es einen Ausbruch aus einer bestimmten Range. Und jetzt seht ihr, es hat aber einen Vorfilter. Das heißt, dieser Vorfilter, den lese ich ab und dann sehe ich, okay, jetzt ist Grünlicht angesagt, ab jetzt kann ich wieder Breakouts traden und habe eine gute Chance, dass ich damit erfolgreich bin, wenn ich das wieder und wieder mache. Und irgendwann sagt der Stop, der Vorfilter, und dann wird quasi bei dem System, ich handle ein Breakout, in den Leerlauf geschaltet. Das heißt, es wird mit Position 0 gehandelt. Das heißt, es setzt aus. So, jetzt zeige ich euch genau die gleiche Logik, genau die gleichen Breakouts, aber ungefiltert. Ihr seht jetzt gleich die Equity, wie die ausschaut. Wenn man nicht diesen Vorfilter hat, den Vorfilter, der immer wieder Breaks setzt, der also sagt, okay, jetzt nehmen wir mal 20 Trades oder jetzt haben wir mal 20 Trades genommen, Stop
Und dann auch mal wieder 40, 50, 60 Tage, wo es keine Breakouts handelt. Also das kann passieren. Das kann auch, wie gesagt, kurzatmiger sein, aber es setzt Breaks. Es handelt nicht jeden Tag den Breakout. Und jetzt seht ihr, wie das ausschaut, wenn ihr jeden Tag den Breakout handelt. So. Jetzt muss ich gucken. Nein, das war so nicht gedacht. Oh Mann. So, eine Sekunde bitte. Also, ihr habt sowieso kein Bild gehabt. Jetzt zeige ich es gleich nochmal. Einen Moment. Also. Ja. Versteht kein Mensch. Okay, eine Sekunde. Also, jetzt habe ich viel geredet und hatte das Bild gar nicht eingeschaltet. Sorry dafür. Zur Strafe. Muss ich es eben nochmal machen. Okay, also. Hier seht ihr die Equity. Das ist die Equity für das System. Ich habe es ja eben schon gesagt. Jetzt seht ihr das Bild dazu. Das ist das System, was diese Vorfilterung beinhaltet. Das ist ein Breakout-System, aber diese Vorfilterung sagt, okay, jetzt kannst du loslegen und irgendwann sagt die, okay, stopp, jetzt nicht mehr. Die nächsten Breakouts werden nicht gehandelt, weil die Gefahr von Fehlsignalen einfach ungleich größer ist. Ihr seht, die Equity ist ziemlich stetig. Es gibt keine großen Schwankungen. Maximaler Drawdown im S&P pro Kontrakt, den man handelt, waren, also maximaler Drawdown war 5.575 in der Historie. Das ist sehr überschaubar. Also ist nicht viel. So. Das ist das. So schaut die Equity aus. Recht stetig. Ich denke, da gibt es nicht viel zu meckern. Schaut okay aus. Jetzt zeige ich euch die Equity. Wenn ihr diesen Breakout, diese Handelstechnik jeden Tag anwendet, dann schaut das so aus. Fast genau das Gegenteil. Gleicher Zeitraum, fast genau das Gegenteil. Das heißt, wenn ich so stupide vorgehe, wie wir es alle ja wahrscheinlich am Anfang gemacht haben, dass man denkt, man hat ein System, was immer funktioniert oder was man einfach stupide jeden Tag probieren kann und denkt sich, okay, naja, irgendwann werden schon Trades kommen, die einfach größer ausfallen, dann funktioniert das schon. Das hier ist die Breakout-Logik ohne Filter. Stupide, jeden Tag nimmt das Ausbrüche aus dieser eben definierten Range. Aber es hat keinen Vorfilter. Das hier handelt jeden Tag. Die eigentliche Signalvariante, die eigentliche Setup-Variante hat Pausen. Die hat immer wieder Pausen. Und dadurch kommt dieser Effekt, dass ich eine steigende Kurve habe, weil die Bedingungen verändern sich von Tag zu Tag. Wir haben mal günstige Bedingungen, sprich der Markt ist trendig. Dann haben wir wieder ungünstige Bedingungen, der Markt läuft zwar über ein bestimmtes Hoch oder aus einer bestimmten Range raus, aber er bricht die Bewegung wieder ab. Und diesen Wechsel, wir haben ja so oft schon darüber gesprochen jetzt in dieser Woche auch, dass das einzige Konstante im Trading wirklich der Wechsel ist. Und das muss ich begreifen. Also der Wechsel zwischen Gewinn und Verlusten, der rührt ja genau daher. Wir haben Phasen, in denen der Markt direktional ist, in denen er große Ranges fabriziert. Da können wir Geld verdienen. Da können wir auch viel verlieren. Völlig klar. Aber da kann man Geld verdienen. Da kann Performance gemacht werden, wenn man ein gutes System hat. Und dann gibt es Phasen, da läuft der Markt einfach sehr engmaschig. Die Ausbrüche, weil keine Kraft da ist, weil keine Dynamik da ist, weil nicht viel Volumen da ist, sind die Ausbrüche da dann öfter Fehlsignale. Und wenn man ein Ausbruch erfolgreich ist, dann verdient er nicht viel. Das ist der entscheidende, der ganz, ganz entscheidende Punkt. Es muss also jeder verstehen. Und da kommen wir wieder genau auf die Quintessenz, die ich in den ersten, was haben wir jetzt, 8 Tage, in den ersten 8 Tagen versucht habe zu ermitteln. Die Quintessenz ist: Es gibt einen Wechsel zwischen funktionieren und nicht funktionieren. Es gibt einen Wechsel in den Marktbedingungen. Also kann ich nicht jeden Tag das Gleiche machen. Ich muss Breaks setzen. Und das braucht ein Marktverständnis, ein breites Marktverständnis. Haben wir heute Morgen drüber gesprochen. Ich bin der Überzeugung, dass es wichtig ist, sehr, sehr viel zu wissen und nicht faul zu sein und zu sagen, auch mir reicht es auch, da ein paar Linien reinzuziehen und ich gucke ein bisschen aufs Volumen und das reicht schon. Ich glaube, es ist wichtig, sehr, sehr viel zu wissen, auch wenn man vieles davon gar nicht benutzt.
Das ist in jedem Beruf so, ihr müsst viel mehr wissen, als ihr überhaupt anwenden werdet. Das ist einfach so. Aber irgendwann kommt vielleicht was dran, was ihr noch nie verwendet habt, was ihr aber trotzdem wisst. Und dann seid ihr dankbar dafür, dass ihr das wisst und abrufen könnt. Aber hier, gerade diese Gegenüberstellung finde ich heftig, weil das zeigt, es ist eminent, also das, worauf es ankommt, ist Timing. Ihr könnt heute eine Aktie kaufen. Nehmt mal die VW. Ich sag mal, okay, es ist ein gutes Investment. Vielleicht waren jetzt die letzten 2 Jahre nicht so ideal, aber grundsätzlich großes Autounternehmen, meiner Meinung nach, nicht kaputt zu kriegen. So. Naja, wenn jetzt jemand vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren VW gekauft hat oder vor 25 Jahren, war das ein guter Kauf. Wenn jemand damals bei 750 Euro in VW investiert hat, da war es ein schlechter Kauf. Bei ganz vielen Rohstoffen, Rohstoffe kommen fast alle oder es kommen alle immer wieder an dem Niveau vorbei, wo man sie mal gehandelt hat. Und wenn es ein noch so beschissener Einstieg war. Es hängt aber davon ab, wie ich das time und wie lange ich die Position halte. Es kommt also entschieden darauf an, wo steige ich ein? Ist ja auch eine Frage, die häufig irgendwie diskutiert wird. Habe ich auch die Woche gerade irgendwo gesehen, wo Leute diskutiert haben, was ist denn wichtiger, Einstieg oder Ausstieg? In dem Moment, wo ich schon mal eine Denkweise habe, was ist denn wichtiger? Das ist so, wie wenn man sagt, was ist denn wichtiger? Das Kind oder die Frau? Also, beziehungsweise das Kind oder die Mutter vom Kind? Für den Ehemann jetzt. Was ist denn das für ein Quatsch? Da steht doch nichts in Konkurrenz zueinander. Und wenn ich beim Trading sage, was ist denn wichtiger, der Einstieg oder der Ausstieg? Wieso komme ich denn überhaupt auf den Trichter, dass ich denke, irgendetwas sei wichtiger? Es ist beides wichtig. Aber vor allem, was steht denn hinter der Überlegung, was ist wichtiger? Da steckt doch Faulheit dahinter. Faulheit, weil, na, wo kann ich denn Ressourcen, wo kann ich denn Energie einsparen? Wo kann ich denn Denkarbeit und Planungsarbeit einsparen? Diese Denkweise hatte ich nie. Also ich habe wirklich ich hatte viele bescheuerte Gedanken in meiner Trader-Entwicklung, aber den Gedanken, was ist denn wichtiger, der Einstieg oder der Ausstieg, was ein Quatsch. Es ist beides wichtig. Und der Stop ist genauso wichtig. Es ist alles wichtig, weil wenn ich eins vernachlässige, kommt Mist dabei raus. Ich kann einen super Einstieg haben, aber irgendwann wird der Markt aufhören, für mich zu laufen. Also ist es wichtig, dass der Ausstieg auch stimmt. Und es werden Trades dabei sein, die laufen erstmal gegen mich und kommen dann ins Plus. Und es werden Trades dabei sein, die laufen gegen mich und würden niemals wieder ins Plus laufen. Oder erst ewig später. Also ist der Stop auch wichtig. Also dieses Denken ist schon mal alleine, das sagt schon sehr viel aus über die Motivlage von jemandem. Aber das Wichtige ist zu verstehen, es kommt effektiv darauf an, Breaks zu setzen. Wenn ich sehr, sehr viel handle, wenn ich nonstop handle, deshalb auch diese Live-Wochen, ich handle jetzt nicht mehr und ich handle auch nicht weniger als normal. Ihr kriegt ein komplettes Abbild, wie mein Alltag abläuft. Warum? Weil es so viele falsche Vorstellungen gibt von dem Job eines Traders. Natürlich gibt es Leute, die sind eher sehr aktiv oder sind aktiver als andere. Aber wenn ihr euch mal die Renditen anschaut, also es müsste ja, wenn das stimmen würde, was, oder wenn das logisch wäre, was einige machen, dann müsste doch einer, der scalpt, der sitzt den ganzen Tag am Rechner, 16 Stunden, hockt nur da. Also meiner Meinung nach, wenn ich jetzt, geht einfach mal von eurem Job aus. Ihr habt jetzt einen Job, wo ihr 8 Stunden am Tag arbeitet und kriegt meinetwegen 5.000 Euro im Monat. Nehmen wir einfach mal 5.000 an, weil es sich einfach damit rechnen lässt. So. Wenn ich euch jetzt sage, okay, du kannst bei mir anfangen, aber du musst 16 Stunden am Tag arbeiten. Was wäre denn eure Gehaltsvorstellung? Wahrscheinlich mindestens das Doppelte, oder? Ansonsten ist es ja völliger Quatsch. Wenn ich doppelt so viel arbeite, aber das gleiche verdiene, wer macht denn das? Also völliger Unsinn. Und genau das ist der Punkt. Ein Scalper müsste meiner Meinung nach, wenn ich 50% per anno mache, müsste ein Scalper 100, 150, 200% im Durchschnitt machen. Ich mache es ja auch nicht jedes Jahr, aber im Durchschnitt kommen sie raus. Ist aber nicht so. Diejenigen, die scalpen, machen einfach sehr viel und die sind auch profitabel. Also die Guten, die meisten nicht, aber die Guten sind profitabel. Aber die verdienen mitnichten angemessen viel, meiner Meinung nach. Also wenn man das hochrechnet,
auch ein Daytrader, also auch das, was ich im Daytrading mache. Es ist halt sehr zeitschonend und es ist planbar, deshalb nimmt es für mich nicht viel Zeit weg. Aber wenn man jetzt eine Kosten-Nutzen-Rechnung macht und wenn man wirklich jetzt auf Effizienz geht, wie viel wende ich auf? Wie viel Kommission? Wie viel Technik brauche ich? Dann ist Swing Trading unschlagbar. Also wenn ich Swing Trading mit Futures mache, wo auch nicht irgendwie Finanzierungskosten und dergleichen reinspielen, dann ist Swing Trading das Effizienteste. Weil ich muss praktisch, ich habe keine Kosten für Realtime-Kurse, ich brauche keine super Technik, ich habe mein einfaches Research und fertig. Dennoch, natürlich, Daytrading hat seine Berechtigung und es ist auch gut, weil Swing Trading auch längere Phasen hat, wo man nicht vorankommt. Aber das Entscheidende ist bei allem, und das ist ja der Sinn eines Systems. Ein System ist ja ein Regelwerk, was mir sagt, unter diesen und jenen Bedingungen ja, handeln und unter diesen und jenen Bedingungen nein, nicht handeln. Das ist eminent wichtig. Überall anders machen wir das doch, haben wir doch genau auch solche Regelwerke. Das ganze Leben funktioniert über solche Regelwerke. Das über die Straße gehen ist auch ein System. Dieses System, wenn man einem Kind beibringt, wie überquerst du die Straße von einer Seite auf die andere, dann bringt man dem Kind das System bei. Wenn die Ampel rot ist, bleib stehen. Wenn sie grün ist, laufe. Oder wenn keine Ampel da ist, laufe zum Zebrastreifen. Wenn Autos kommen, bleibe stehen. Wenn die Autos stehen, laufe los. Das ist das System. Das ganze Leben funktioniert über solche Systeme. Und das, was viele machen, ist so, wie wenn sie sagen, na gut, lauf halt einfach rüber. Wird schon keiner kommen. Das ist das Gleiche. Also würde man das seinem Kind beibringen? Mit Sicherheit nicht. Aber das ist das Gleiche, wie wenn man sagt, was ich heute Morgen sagte, ja, ich habe einfach mal was probiert. Habe einfach mal einen Trade aufgemacht, irgendwo einen Stop gesetzt. Das ist so, wie wenn ich sage, ja gut, komm Kind, hier ist eine Autobahn, lauf einfach mal rüber. Vielleicht hast du ja Glück, vielleicht kommt keiner. Also, deshalb, das Entscheidende ist wirklich, dass man Breaks setzt. Jemand, der zu viel handelt, hat einen Verwässerungseffekt. Da ist der Gewinn pro Trade zu klein, die Fehlerquote zu hoch und er hat einfach, ja, er hat diesen Verwässerungseffekt. Das heißt, er macht einfach ständig irgendetwas in einem Markt, der sich aber, also er macht ständig das Gleiche in einem Markt, der aber zwei Gesichter hat, der mal dies macht, mal das macht, bei dem mal dies und mal das funktioniert. Aber wenn ich immer das Gleiche mache, ist klar, funktioniert die Hälfte der Zeit, andere Hälfte der Zeit nicht. Nullsummenspiel. Und das hier, als ich das gesehen habe, weil wir diese Systematik, von der ich die Equity eben gezeigt habe, die ist programmiertechnisch sehr, sehr, also der Vorfilter ist programmiertechnisch nahezu nicht umzusetzen. Das heißt, da ist es so, die Vorfilterung, wann Grünlichtsignal ist, kommt von mir. Und wir haben das aber jetzt als Automat programmiert, beziehungsweise der Klaus Müller programmiert das gerade als Automat, diese Handelstechnik, also diese Breakout-Logik. Aber ohne die Vorfilterung ist das wertlos. Wenn jetzt aber also einer sagt, ach komm, ich handle es einfach jeden Tag, dann kommt genau das dabei raus. Also es ist ein riesiger Verwässerungseffekt. Das ist etwas, was unter bestimmten Bedingungen toll funktioniert und ein System, was darauf abzielt, große Trendgewinne zu machen. Und die große Trendgewinne kommen eben nur in 10, 15% der Zeit, sind die möglich. Da kommen große Trends vor. Das heißt, also ich muss mich in der restlichen Zeit versuchen, weitestgehend rauszuhalten. Ich muss versuchen, von dieser restlichen Zeit möglichst wenig mitzunehmen auf der Suche nach diesen guten Signalen. Und deshalb diese Vorfilterung. Also Filterung, sprich Breaks setzen, unheimlich wichtig. Und ja, überprüft einfach mal, inwiefern ihr das in eurem Handeln drin habt, dass ihr Breaks setzt. Also dass ihr vielleicht auch einfach mal wenig macht oder auch nichts macht. Wir hatten ja gestern so einen Tag, da ergab sich einfach kein neuer Trade. Bei Lumber habe ich das Ziel angepasst, ist aber ein Swing Trade. GBP ist auch ein Swing Trade, musste auch nichts gemacht werden, aber es ergab sich kein neuer Trade. Das macht manche Leute kirre. Manche sagen dann, ah, ich muss doch mal was machen. Nein, warum? Wenn die Bedingungen nicht gut sind, hält man sich raus. Einfaches Beispiel: Segeln. Ich kann natürlich rausfahren und sagen, ah, ich brauche jetzt aber mal wieder Wind. Aber wenn jetzt 6 Tage kein Wind kommt, dann kann ich da auch auf meiner Jolle oder auf meinem Segelboot rumhüpfen, wie ich will. Der Wind kommt dann, wenn er Bock hat zu kommen, wenn das Wetter einfach das hergibt. Und wenn es 20 Tage lange dauert, dann dauert es 20 Tage.
Ich als Segler bin ja derjenige, der vom Wind abhängig ist. Genau wie ein Trader vom Markt und dessen Bewegung. Wir schneiden uns ja nur was raus. Wir bedienen uns ja aus einem System, was ja völlig unabhängig von uns Einzelpersonen arbeitet. Und das muss man da verstehen. Und erst wenn man diese Grundüberlegung verstanden hat oder diese Grundphilosophie verstanden hat und verinnerlicht hat, dann wird man anfangen, Geld zu verdienen am Markt. So, um 14 Uhr haben wir dann den Zeitpunkt für das Abklären des Cotton-Setups. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde. Ja, und wenn da jetzt kein Wunder passiert, wird es dort natürlich kein Setup geben. Wir haben den, so, da gucke ich gerade mal nach, Sekunde. Wir haben den Übergang zum Abwärtstrend aus dem Aufwärtstrend, haben wir die Schwelle bei 81,50 oder 81,59. Also kann man im Prinzip jetzt schon so gut wie ad acta legen, dass es dort heute ein Setup gibt, weil, wie gesagt, dieses Setup arbeitet nur, wenn der Markt im Abwärtstrend ist, per Definition. Das ist er jetzt gerade nicht. Dementsprechend wird es hier höchstwahrscheinlich keinen Trade geben. Aber wir klären das dann trotzdem natürlich um 14 Uhr ab, denn es kann natürlich immer auf einmal dann ad hoc eine abrupte Entwicklung einsetzen, aber wenn man halbwegs Realist ist, dann weiß man, dass das höchstwahrscheinlich nichts wird. Bei Zucker nach wie vor 11,65 das Limit. Später ab 16 Uhr dann wieder Lumber interessant. 510,7. Wir sind gestern im Limit down aus dem Handel gegangen. Hatte ich ja erklärt. Also es ist immer ein bisschen schwierig, allen und deren Kenntnisstand gerecht zu werden, ohne dass es für die einen zu schnell ist und zu viel. Und für die anderen zu langweilig. Es gibt aber viele, die mit diesen Daily Price Limits noch überhaupt nicht in Berührung gekommen sind, die gar nicht wissen, dass es die gibt oder sich darunter nichts vorstellen können. Ihr findet auf unserer Webseite realmoneytrader.com im freien Bereich unter dem Punkt Wissen. Wenn ihr dann auf Futures geht, dann findet ihr dort ein Glossar und da könnt ihr zum Beispiel das nachlesen. Also Terminkurven, was wir auch schon besprochen haben, Daily Price Limits und so weiter. Aber ganz kurz dazu, also das wurde natürlich eingerichtet irgendwann mal, weil man gesagt hat, okay, wir wollen in solchen engen Märkten, wie jetzt auch, also wie es ganz viele Rohstoffe auch sind, wollen wir vermeiden, dass Spekulanten oder dass auch einfach nur eine Panik von Anlegern zu heftige, brutale Einbrüche oder auch Rallyes bringen kann an einem Tag. Deshalb hat man gesagt, okay, in vielen Märkten, nicht in allen, aber in vielen Märkten, legen wir Obergrenzen und Untergrenzen für die tägliche Preisbewegung fest. Das heißt, wenn der Markt so stark steigt oder so stark fällt, dass es in dieses Daily Price Limit hineinläuft, dann wird der Handel gestoppt und er geht erst dann wieder los. Wenn wir zum Beispiel jetzt gestern sind wir ins Limit down gelaufen, es geht erst dann wieder los, wenn jemand bereit ist, zu einem höheren Preis zu kaufen. Also Daily Price Limit war 510,7. Wenn ich jetzt herkomme und sage, okay, ich möchte, also verkaufen kann ich. Ich habe zum Beispiel auch schon, beziehungsweise andersrum, stopp. Ich habe es genau falsch rum erzählt. Kaufen kann ich an so einem Tag. Also ich habe zum Beispiel auch schon Trades aufgemacht, wo ich im Daily Price Limit, also der Handel war gestoppt, 510,7 stand fest, dann mit einem Limit da reingegangen. Also kaufen kann ich dann. Nur es kann eben nicht mehr weiter fallen. Das ist der Punkt. Also unten ist es abgeriegelt. Ich kann natürlich kaufen. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich will 100 Kontrakte im Lumber kaufen, unlimitiert, dann wird der Handel wieder aufgenommen auf einmal. Aber es kann eben nicht mehr weiter fallen. Also wenn ich jetzt verkaufen will, das funktioniert nicht mehr, solange dieser Handel dann stoppt. Aber kaufen kann ich. Oder hätte ich jetzt gekonnt gestern. So. Das soll also einfach dem Markt wieder die Möglichkeit geben,
sich zu beruhigen, den Marktteilnehmern die Möglichkeit geben, mal eine Nacht drüber zu schlafen. Muss man da unbedingt raus? Ist man jetzt vielleicht einfach nur panisch gewesen? Also das hat schon seinen Sinn und zeigt natürlich aber auch Kauf- bzw. Verkaufsdruck an, wenn wir in einem Daily Price Limit landen. Limit up heißt natürlich massiver Kaufdruck, Limit down heißt massiver Verkaufsdruck. Wenn es erstmals ausgehend von einem Allzeit- oder von einem Mehrmonats-, Mehrjahreshoch ein Daily Price Limit zur Unterseite gibt, also Limit down, so wie gestern, dann ist das häufig der Beginn einer Korrektur, einer nennenswerten Korrektur. Ist selten so, dass es dann direkt wieder eine Rallye aufnimmt. Kann sein, aber es ist eher selten so. Wir werden es sehen. Wir haben jetzt 500,8 hier als Ziel. Wenn wir, das wäre, also Daily Price Limit heute wäre 500,7. Wenn es heute in das Daily Price Limit hinauslaufen sollte, wissen wir ja gar nicht, aber falls, dann wäre dieser Trade schon auch abgeschlossen für das, was für das Ziel, was ich eingegeben habe. Dann hätten wir da 2000 Dollar eingestrichen. Beim britischen Pfund sind wir noch knapp 200 Ticks entfernt, oder wir sind genau 200 Ticks entfernt vom Ziel. Hintergrund ja dort der Forecast, Intermarket basiert, haben wir uns gestern angeschaut. Saisonalität auch sehr, sehr stark in diesem Markt. Auch da nicht blind irgendwem folgen und glauben, sondern jeder von euch kann, wenn er sowieso die ganze Zeit da am Rechner sitzt, nehmt euch doch einfach einen Chart und wenn ich irgendwas erzähle von starker Saisonalität, dann nehmt euch den Chart, wenn ich sage, okay, das britische Pfund ist typischerweise im Monat April stark. So, dann könnte man jetzt hergehen, um sich einen ganz schnellen Überblick zu verschaffen. Könnte man jetzt hergehen und sagen, gut, wenn das so sein soll angeblich, dann gucken wir doch mal, ob es wirklich so war in der Vergangenheit. Und dann kann man sich hier ganz schnell das Ganze als Monatschart darstellen, zum Beispiel, wenn man es super schnell haben möchte, und kann halt einfach die einzelnen Monate, die einzelnen Aprils abscannen. Also zum Beispiel, das war ein April, ging rauf. Wenn jetzt hier innerhalb von ein paar Minuten werdet ihr Klarheit haben, ob der April wirklich stark ist oder eher nicht. Das hier war ein April, Schlusskurs höher als Eröffnungskurs, Ausschlag zwischenzeitlich gen Süden, aber wir landeten höher. Also es geht jetzt nur um den April. Was dann danach ist, ist was komplett anderes. Die Aussage ist, der April ist der mit Abstand stärkste Monat im britischen Pfund. Deshalb pausiert ja auch dieses Setup. Wenn ihr euch jetzt zurückerinnert, was ich am Anfang des Monats gesagt habe, am Anfang des Monats, aber auch am Anfang unserer Trading-Wochen hier. Das System, was um 7:45 Uhr morgens arbeitet, pausiert im April. Im Mai wird es wieder handeln. Und warum? Es ist ein nur Short-System. Und warum pausiert es im April? Das passt vollkommen zusammen, weil der April ein sehr starker Monat ist. Also der Backtest für dieses System bei der Systemoptimierung damals war ja völlig losgelöst von der Saisonalität. Derjenige, der den Backtest gemacht hat, der Klaus Müller, hat ja überhaupt also ist ja nicht in den Bewusstsein reingegangen, okay, den April sparen wir mal aus, weil der ist sehr bullisch. Und das ist immer das Beruhigendste, wenn man dann irgendwann feststellt, hoppla, das macht ja Sinn. Hier haben wir wieder April 2015, Eröffnungskurs, Schlusskurs, also klar, der April war stark. Und so kann jeder sich ohne, also ihr müsst ja nicht, ihr sollt und ihr müsst ja nicht blind irgendwem vertrauen, das wäre ja fatal. Aber die Anregungen aufnehmen ist genauso falsch, meiner Meinung nach, wenn man einfach sagt, ach, was der da schwätzt, der hat vorhin was gegen Charttechnik gesagt oder der hat vorhin was gegen Fundamentalanalyse gesagt oder der hat gegen dieses oder jenes was gesagt, denkt man ja, wenn jemand mal irgendwie was Kritisches sagt. Es geht auch nicht nach Sympathie. Man muss doch jemanden nicht mögen. Ich habe zum Beispiel von Leuten, deren Ansatz oder deren Denkweise ich nicht teile und deren Mentalität komplett anders ist als meine, was ja gar nicht eine Wertung ist, sondern ich bin einfach ein anderer Typ als die.
Also ich bin vielleicht eher kontrollierter, die sind eher offensiver. Das ist ja toll, wenn Leute auch so sind. Aber ich habe von Leuten, die jetzt nicht so wirklich mein Ding sind, habe ich auch ganz tolle Sachen gelernt. Oder konnte Sachen, habe Anregungen bekommen, wo ich sage, ja, das teile ich, das viele Sachen teile ich nicht, weil ich ein anderer Schlag Mensch bin, weil ich einen anderen Charakter jetzt auch was das Trading angeht habe. Aber das stimmt, da hat er recht. Und deshalb, ich glaube, viel zu viel, es ist gerade im Börsenbereich viel zu viel Polemik drin, viel zu viel Proletentum natürlich auch. Das ist natürlich auch bedingt dadurch, dass es leider nur so funktioniert. Also ihr werdet wahrscheinlich zu niemandem euch in ein Seminar setzen, wenn der sagt, guck hier, also ich habe jetzt selbst zum Beispiel Leute, die ich ausgebildet habe, die eigene Börsendienste haben und die jedes Jahr so 10, 12% machen. Das schafft ja kaum jemand. Also auf ein großes Konto, jetzt mal auf ein Konto von einer halben Million oder einer Million, ist das doch toll, wenn man 10, 12% Pano schafft. Nur wenn die sich hinstellen und sagen, ja, also bei uns, wenn sie unsere Strategien lernen, haben sie jedes Jahr so 10, 12% Rendite. Und zwei Stände weiter steht einer und zeigt Bilder, wo er mit seinem Ferrari irgendwie durch, was weiß ich was, durch die Wüste cruist oder sonst irgendwas. Also gar nicht auf den gemünzt, von dem ihr jetzt denkt, dass es darauf gemünzt ist. Es geht allgemein darum, wenn der eine sagt, hier 10% sind möglich und die anderen zeigen ganz andere Beträge. Das heißt ja gar nicht, dass die nicht verdienen, aber wo wird man denn hingehen? Es ist doch völlig klar. Und dadurch ist natürlich dieses ganze Ding immer so, dass das natürlich auch im Marketing, ja, ich meine, es ist ja realistisch. Also wo gibt's das denn? Ja, eine Autofirma macht auch wahrscheinlich keine Werbung. Also ich habe es jedenfalls noch nicht gesehen, dass Tesla irgendwie sagt, ja gut, wir haben, keine Ahnung, 200.000 Autos zugelassen, davon sind 500 abgebrannt, aber die anderen fahren ganz gut. Also das hat man ja nicht in der Werbung drin. Deshalb, es funktioniert überall ja so. Oder ihr werdet doch, wenn ihr, also gerade weil ihr da immer dann irgendwie auch gerade im Finanzbereich teilweise natürlich berechtigt auch Kritik ist, an den Gepflogenheiten dort, daran, dass natürlich auch immer wieder irgendwie die Leute so ein bisschen bei der Gier gepackt werden. Aber auf der anderen Seite, auch da ist es immer ganz gesund, wenn man, bevor man kritisiert oder während man kritisiert, auch mal kurz nachdenkt, wie ist man denn selbst? Also geht ihr zu einem Vorstellungsgespräch irgendwo bei einer Bank oder sonst wo und sagt, also passen Sie auf, hier ist mein Studium, also hier ist mein Diplom. Ich muss Ihnen aber dazu sagen, in Mathe hatte ich nicht so viel Ahnung, da habe ich einfach Glück gehabt, der Prof war jetzt nicht so gut. Bei der ersten Klausur in Mikro bin ich durchgefallen, der zweite war eine Pfeife, deshalb habe ich das gepackt. Also jetzt in dem Bereich bin ich nicht so gut. Also da können Sie jemand anderen konsultieren mit solchen Geschichten. Ach ja, und habe auch eine Allergie, ich bin öfter auch mal krank. Und ich war vor, was weiß ich, vor 2 Jahren hatte ich auch einen Burnout. Also das wollte ich nur mal gesagt haben. Macht ihr doch auch nicht, das seid ihr doch auch. Klar, ich bin belastbar, ich bin zeitlich flexibel. Gucken Sie mal hier, mein Diplomabschluss, ganz, ganz toll. Also deshalb, auch da ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man immer mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lässt. Es ist sehr, sehr schnell und heute unsere Gesellschaft funktioniert leider Gottes nur so, dass immer draufgehauen wird. Die anderen sind immer die Ärsche. Genauso bei der Steuergeschichte da. Wie viele Leute haben auf dem Hönes rumgehauen? Jeder von uns, ich weiß, dass das vielleicht eine Meinung ist, wo einige sagen, was, der verteidigt den. Es geht nicht darum, etwas zu verteidigen. Steuerhinterziehung ist scheiße, deshalb ist er auch im Knast gelandet. Aber wenn man mal einen Schnitt macht und sagt, okay, was hat jetzt der mit seiner Wurstfirma, mit Bayern München, was ja alles auch sehr stark von ihm geprägt war. Was hat er für den Staat Deutschland an Steueraufkommen gebracht? Und was hat er gezahlt? Und was hat er hinterzogen? Dann wird rauskommen, keine Ahnung, 1 Milliarde gezahlt, 20 Millionen hinterzogen. So. Ein ganz ordentlicher Saldo hat er doch noch am Ende mehr gezahlt, als er hinterzogen hat. So. Trotzdem ist die Hinterziehung scheiße und ist nicht zu bagatellisieren. Wenn man jetzt aber sagt, okay, also die kleinen Leute, wie sie sich ja selbst teilweise nennen, also oder wir kleinen Leute, wenn man jetzt da mal Bilanz zieht,
viele, was weiß ich, mit einem normalen Gehalt, 1500, 2000 Euro im Monat, ja, gut, dann wird da mal irgendwie, werden Malerarbeiten schwarz bezahlt und dort mal was. Also ich glaube, wenn da mal eine Bilanz gezogen würde, dann würde man Gefängnisse bauen müssen ohne Ende, ja. Also wie oft das da ist, oder auch wie viele Leute sind längst getrennt, sind aber noch geschieden, sind noch getrennt, wie viele Leute sind längst getrennt, aber noch verheiratet und wohnen auch ganz woanders, gehen aber beim Finanzamt an, ah ja, Ehepaar, Ehegattenermäßigung, gemeinsame Veranlagung. So, und das macht ja einen ordentlichen Unterschied aus, wie jeder weiß, wenn er mal verheiratet war und dann geschieden ist. Oder wenn er das einfach mal durchrechnet. Also das ist ja alles genauso schlimm wie das, was da im Großen passiert ist. Nur darüber redet keiner. Und da wäre es natürlich auch korrekt, wenn man sagt, ja gut, passt mal auf. Also, da habe ich selbst hinterzogen, da habe ich hinterzogen, da habe ich hinterzogen. Das habe ich nicht angegeben, das habe ich nicht angegeben. Hier habe ich mal 5 gerade sein lassen. Da habe ich mal ein paar Rechnungen von einem Date mit reingedrückt. Also, ich will damit sagen, wir sind immer sehr schnell dabei zu richten und verlieren dabei so ein bisschen auch den Blick für das, was wir selbst machen. Und es ist im Trading natürlich auch so. Es ist aber einfach so, dass natürlich dort auch Sachen suggeriert werden oder auch eine Leichtigkeit oder auch Performance Erwartungen geschürt werden natürlich, weil eben keiner in der Werbung, weil keiner auch das. Das ist ein Teufelskreis im Prinzip. In dem Moment, wo einer sagt, okay, passt auf hier, so alle 3 Jahre habe ich mal ein schlechtes Jahr. Erwartet nicht zu viel, hier sind 10% sind möglich, da geht da keine Sau hin. Das wird auch keiner kaufen, das Produkt. Also ist es ganz normal, ich habe es selbst erlebt damals mit meiner Oma, wurden wir 2006, war es glaube ich, zur Sparkasse bestellt, weil da irgendein Sparplan ausgelaufen ist. Ja, wir haben hier Rentenfonds. Die haben letztes Jahr 16% gemacht. Super. So, da sage ich, wenn ich in die Statistik schaue, okay, 16% im Vorjahr, langfristiger Durchschnitt sind 6%. Das heißt, die nächsten Jahre werden höchstwahrscheinlich, wenn ich das jetzt 3 Jahre lang laufen lasse, werden sie wahrscheinlich unterdurchschnittlich, weil eine Überrendite hat ja stattgefunden. Wenn man den Wechsel, von dem wir die ganze Zeit hier sprechen, berücksichtigt, wäre das die Erwartung. Da sage ich aber natürlich auch nicht, die sind Betrüger bei der Sparkasse, sondern die sagen halt, naja, guck mal hier, 16% mit so einer konservativen Anlage. Das ist halt einfach so. Also sowas bewirbt sich halt gut. Ganz einfach. Und da ist es deshalb wichtig, erstens mal ein Bewusstsein dafür zu haben, dass man sehr, sehr realistisch an die ganze Geschichte rangehen sollte und seine Erwartungen runterzuschrauben und der Realität anzupassen. Und viele machen das eben nicht und denken auch, da seien Unsummen immer möglich und es wäre alles so einfach. Also wenn es so einfach wäre, komischerweise die Leute, die sagen, dass alles so einfach ist, die stellen sich seltsamerweise nie hin, so wie ich es jetzt hier mache und so wie ich es schon immer gemacht habe, und traden live und zeigen Gewinne und Verluste, erklären, was sie machen, sondern die sagen dann, nö, nö, ich mache das für mich. Also, das ist immer so eine Sache. Auf jeden Fall. Es ist ja der Klassiker, dass Leute entweder irgendjemanden sympathisch finden oder unsympathisch. Also vielleicht jetzt, weil ich das mit dem Hoeneß gesagt habe, wird der ein oder andere sagen, was ein Arsch, was ein Depp. Da bitte auch genau hinhören. Ich habe nicht gesagt, dass das gut war, was er gemacht hat. Aber ich habe gesagt, dass jeder von uns oder fast jeder von uns in der Relation gesehen mehr Dreck am Stecken hat und eine negativere Steuerbilanz gegenüber dem Staat als der. Der Betrag ist natürlich riesig, aber in der Relation einer der was weiß ich, 20.000 Euro Einkommen im Jahr hat und da Malerarbeiten für 3.000 Euro einfach schwarz bezahlt oder Autoreifen. Also, wenn ich sehe, wie viele Leute ich kenne, die irgendwo eine Werkstatt haben, Autoreparatur, also gerade diese privaten Werkstätten oder, was weiß ich, irgendwo in der Gaststätte, oh ja, da wird da mal hier irgendwie da schwarz bezahlt. Also da braucht keiner was über andere sagen, das nur mal dazu. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, es wird sehr, sehr viel auch im Börsenbereich dann über Sympathie
Oh, einer hat was Positives über Charttechnik gesagt. Toll, ist mir sympathisch. So, obwohl es vielleicht eigentlich mal ganz gesund wäre, wenn einer einem sagt, du, pass mal auf, viele Sachen da funktionieren gar nicht. Das ist ja das eigentliche Faszinierende. Ich habe mal einen Vortrag bei der VTAD, also finde ich eine tolle Vereinigung übrigens. Es ist sehr, sehr gut, dass es das gibt und kann ich nur positiv bewerten. Aber ich habe einen Vortrag dort mal gehalten, also bei mehreren Regionalgruppen auch. Und ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber da war es dann so, da habe ich mal gefragt, okay, weil einer einen Vortrag gehalten hat über MACD, irgendwas. Und habe ich gesagt, wurde das denn mal gebacktestet? Also hast du mal das durchgerechnet, was da am Ende rauskommt, wenn du das 10 Jahre lang anwendest? Ja, nee. Aber das ist ja, die Methodik stimmt ja. Und das fand ich natürlich so ein bisschen, ja, also gar nicht mal jetzt auf diese Gruppe gemünzt. Wie gesagt, finde ich toll. Und das sind tolle Veranstaltungen auch. Also VTAD, IFTA, das sind Top-Events. Und da kann man viel lernen. Ist ganz, ganz toll. Aber es wird einfach sehr viel unkritisch übernommen, weil es irgendwo steht und man denkt sich, okay, wenn es in einem Buch steht, dann muss es stimmen. Ich kann euch mal was zu Büchern sagen. Also ich habe mal ein Buch geschrieben, das ist dann nicht mehr, also ich habe dann die Veröffentlichung untersagt. Das war für Wiley, kennt vielleicht der ein oder andere, ein amerikanischer Verlag. Die haben auch hier einen Sitz in Weinheim. Ich weiß nicht, ob sie den noch haben, aber den hatten sie jedenfalls damals. Und zu diesem Buch kam ich. Ich kann euch die gesamte Geschichte erzählen, weil sie schnell erzählt ist. Ich habe einen Vortrag gehalten auf der Trading Expo. Das dürfte 2012 gewesen sein. 2011, 2012 in Aschaffenburg. Komme von der Bühne runter. Steht ein Mann dort, glatzköpfiger Mann, den ich nicht kannte. Junger Typ. Sagt, ja, Vortrag hat mir gefallen. Habe auch schon so ein bisschen was von Ihnen gesehen und gelesen. Hätten Sie Interesse, ein Buch zu schreiben? Das ist genauso abgelaufen, das ist auch jetzt nicht gekürzt. Natürlich, wenn man, damals hatte ich irgendwie, ich fand das toll, Larry Williams, den ich ja sehr, sehr schätze und den ich früh kennengelernt hatte in meiner Trader-Laufbahn. Ich fand das toll, da reist einer rum, hält Vorträge, jede Sau kennt ihn. Mittlerweile denke ich da so ein bisschen anders drüber, aber ich fand das damals toll, deshalb habe ich auch diesen Weg gewählt. Und natürlich, wenn dann einer sagt, ja hier, wie sieht's denn aus, willst du ein Buch schreiben? Ich war natürlich noch ein bisschen jünger und habe nicht alles immer sofort kritisch hinterfragt. Also sofort ja gesagt. Ich also gesagt ja. Dann sagt er, gut. Ich habe gesagt, okay, worüber soll es denn handeln? Ja, egal. Was Ihnen passt. Irgendwas mit Trading halt. Das war die Themenvorgabe. Also die Themenvorgabe war irgendwas mit Börse. Und dann hat er gesagt, wie lange brauchen Sie denn? Und das war, ich will nicht lügen, aber es war, glaube ich, September, schätze ich mal. Es müsste September gewesen sein. Und ich dachte mir, okay, je schneller, desto besser. Ich gesagt, okay, im November bin ich fertig, Anfang Mitte November. Also 2 Monate. Das war natürlich eine ganz, ganz große Kalkulation. Da habe ich dann im Ding rumgeschrieben. Es war ein Wahnsinn. Aber ich konnte in dieses Buch reinschreiben, was ich wollte. Das hat dann natürlich einer redigiert und hat dann gesagt, ja, okay, das könnte man noch und das könnte man noch. Aber die sitzen ja nicht da bei so einem Verlag und sagen, okay, was hat er da jetzt erklärt? Aha, MACD mit diesen und jenen Einstellungen. Wir testen es mal durch. Das testet keine Sau. Die Verlage hatten sich damals jedenfalls, nicht nur im Börsenbereich, ganz vielen Bereichen. Da hätte man hinkommen können, hätte sagen können, hier, ich würde gerne ein Buch über Rasenmähen schreiben. Und dann hätten die gesagt, oh, gut, haben wir noch nicht im Portfolio, schreib mal. Wann bist du fertig? Also die haben sich damals geschlagen um Autoren. Die haben händeringend nach Autoren gesucht. Deshalb war das weder streng, noch wurde irgendwas überprüft. Und vor allem, jetzt überlegt man in so einem Verlag, da arbeiten ja Leute, die können doch gar kein Fachwissen in jedem einzelnen Bereich haben. Wie soll das denn laufen? Da muss einer auf einmal dann Profikoch gewesen sein, um ein Kochbuch zu redigieren und zu sagen, nee, warte mal, wenn ich hier jetzt Rotwein reinschütte, auf Erbsen, das schmeckt nicht. Also, und dann der gleiche muss dann 2 Wochen später ein Buch von mir redigieren, wo es dann um MACD geht. Also, es ist völlig unrealistisch. Aber so, und natürlich, es gibt solche Verlage und solche Verlage und es heißt ja nicht, dass es alles Schrott ist. Überhaupt nicht. Es gibt tolle Bücher und die helfen auch. Aber ich will damit einfach sagen,
Man darf nicht so naiv durch die Welt laufen und glauben, nur weil etwas in einem Buch steht, dann wird es schon stimmen. Das meine ich damit. Es gibt tolle Bücher von tollen Leuten geschrieben, nicht nur im Börsenbereich, aber auch im Börsenbereich, die einem unheimlich weiterhelfen, wo sehr viel gehaltvolles Zeug drin steht. Aber es gibt eben auch das andere. Und ich habe früher gedacht, okay, wenn einer ein Buch schreibt, also na dann, das ein Buch schreibt ja nicht irgendeiner. Und dann habe ich aber mal selbst erfahren, wie leicht man zu einem Buch kommt. Ich habe es dann, das hat dann sehr, sehr lange gedauert. Dann die Beteiligung bei so einem Buch ist auch unterirdisch. Das heißt also jetzt gerade in Deutschland, wenn man jetzt nicht mega bekannt ist, verdienst du nichts mit so einem Buch. Also du hast halt einfach ein Buch draußen. Und ich habe dann, bevor das veröffentlicht wurde, habe ich das Ganze dann untersagt, wollte ich dann nicht mehr. Aber das Buch war fertig und das steht auch bei mir im Forum, im Real Money Trader Forum, ist das auch als E-Book beziehungsweise als PDF geschrieben, beziehungsweise ist dort abrufbar. Also fertig war's. Auf jeden Fall, aber man darf nicht einfach, viele gehen danach und sagen, okay, einer hat ein Buch geschrieben, dann muss es stimmen. Da steht so viel Zeug drin, was nie getestet wurde und was teilweise auch einfach übernommen wurde. Also es gibt so, ich hatte mal so den Eindruck, es gibt so zwei, drei Urbücher, die halt wirklich mal jemand geschrieben hat, der sich super toll mit der Börse befasst hat und sich damit das untersucht hat und sein Wissen weitergeben wollte. Und aus diesen Büchern, natürlich mit ein bisschen Esprit, mit eigenem Esprit und mit ein bisschen Abwandlung, aber aus diesen Büchern sind dann immer wieder neue Bücher entstanden und aus diesen neuen Büchern haben dann wiederum Leute abgepinselt. Und so wurde dann ein gutes Buch 26 Mal, 85 Mal immer wieder quasi kopiert und man denkt sich, boah, wenn es ein Buch ist, dann muss es stimmen. Und also deshalb, ganz viele gehen danach, okay, einer hat ein Buch geschrieben, dann muss es geil sein. Irgendeiner ist sympathisch, ja, dann traue ich ihm, dann vertraue ich ihm. Irgendeiner ist mir unsympathisch, weil er irgendwas über Höhnes sagt oder Gott weiß was. Arsch, stimmt alles nicht. Ich rate euch dazu, macht genau das, was ihr hier seht, egal ob derjenige, der euch das mitteilt, ob der sympathisch ist oder nicht. Ich finde auch Leute teilweise sympathisch, aber sie erzählen Quatsch. Ich finde andere unsympathisch, aber sie erzählen Sachen, die fachlich einfach stimmen und gut sind. Das Beste ist immer, es zu überprüfen. Also zum Beispiel Larry Williams ist mir persönlich sehr sympathisch, immer gewesen. Ich habe am Anfang alles unkritisch übernommen. Irgendwann habe ich dann die Sachen ein bisschen kritischer beäugt. Dabei kam raus, manche Sachen sind bombastisch gut und andere Sachen da hatten sich Dinge halt einfach verändert. Da würde ich aber nie hergehen und sagen, was für ein Spinner, was für ein Scheiß hat er denn da schon wieder gemacht, sondern es ist normal. Es gibt halt Sachen, die einfach Veränderungen unterliegen, die dann nicht mehr so gut funktionieren oder die auch in der Praxis schwieriger umsetzbar sind. Die allermeisten Sachen sind wirklich ganz, ganz toll von ihm. Aber was ich damit sagen will, am Anfang habe ich einfach unkritisch alles übernommen. Gesagt, naja, hier, Weltmeister 87, bekanntester Trader der Welt, der muss gut sein. Es gibt ja ganz, ganz viele Trader, die in ihrem stillen Kämmerlein sitzen und gar nicht nach außen treten. Die gibt es ja auch, die vielleicht gar nicht das wollen, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und kann ich mittlerweile sehr, sehr gut verstehen, dass Leute so denken. Und warum sie so denken. Aber irgendwann habe ich, wie gesagt, einfach gesagt, okay, manche Sachen kann ich so nicht bestätigen. Viele Sachen ja, aber manche Sachen erfahre ich anders in der Realität. Und das ist, glaube ich, das Beste. Also egal, ob sympathisch oder unsympathisch, die Anregung aufnehmen und dann nicht da sitzen und einfach unkritisch, also wenn man jemanden sympathisch findet, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Einer sagt jetzt, achtet auf den Monat April im britischen Pfund. Der ist bullisch. So. Da werden jetzt zwei Leute sitzen. Der eine findet mich sympathisch und sagt, was? Der hat gesagt, long, dann gehe ich sofort rein. Das wäre falsch. Der andere findet mich unsympathisch und sagt, wenn es von dem kommt, gucke ich es mir gar nicht erst an. Das ist Quatsch. Auch falsch. Beide sollten sich hinsetzen und genau das machen, was wir jetzt hier gerade machen. Sich nur schon mal schnell so einen groben Überblick verschaffen, wie ist denn der April in der Vergangenheit gelaufen? Positiv, 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 positiv. Sehr positiv, leicht positiv, deutlich positiv, plus minus null, positiv, sehr positiv, positiv,
negativ. Erstes Mal 2004 negativ vor 14 Jahren. Und dann geht's weiter. Ihr kommt innerhalb von ein paar Minuten, kriegt ihr zumindest schon mal einen groben Eindruck. Ihr habt dann noch nicht durchgerechnet und wisst noch nicht exakt, wie viel man da verdient hat. Aber ihr kriegt einen groben Eindruck. Ist das denn kompletter Quatsch, was der da gerade erzählt hat, den ich sympathisch oder unsympathisch finde? Oder kann man da mal eigene Untersuchungen anstrengen, hier auch positiv, und kann versuchen, das zu nutzen. Und ich halte es generell für sehr, sehr bedenklich, auch in anderen Bereichen unseres Lebens, wenn man einfach nur aufgrund von Sympathie sagt, oh, weil das ist in der Politik so, da gibt es Leute, die findet man vielleicht sympathischer oder unsympathischer, aber selbst diejenigen, deren politische Meinung man nicht teilt, haben in einigen Bereichen dann einfach recht. Und ich glaube, es ist schon sehr sinnvoll, wenn man lernt zu differenzieren und nicht einfach nur unkritisch jeden Scheiß zu übernehmen. Wenn ich das sehe, so teilweise, gerade im Zeitalter der neuen Medien und dieser Social Media Plattform, man kennt es ja selbst. Irgendeiner, den man kennt, teilt irgendetwas oder postet irgendwas. Und bevor man da richtig mal durchgelesen hat, hat man es schon geteilt. Wenn man sich einfach denkt, ach so, das kommt von dem, ja gut, komm, wir sind ja Kumpels, ich teil's mal. Und dann sieht man erst, ach so, ja, das ging ja jetzt irgendwie gegen die und die, oh, jetzt habe ich es geteilt. Also, das ist genau das Problem heutzutage. Man schaut immer weniger genau hin. Und das ist aber gerade im Börsenbereich unheimlich notwendig. Und all die Unsicherheit, die der Einzelne hat, einen ganz, ganz großen Teil davon kriegt man durch Visualisierung weg. Wenn ich Angst habe, im April long zu gehen, im britischen Pfund, oder mir denke, das ist jetzt aber doch schon deutlich gestiegen in den letzten Monaten, wie soll das denn jetzt noch weiterlaufen? Dann nehme ich den Chart, gucke mir mal die Historie an und sehe, na gut, aber irgendwie stimmt's schon. Das ist scheinbar wirklich ein starker Monat. Ich könnte sogar noch weitergehen und dann natürlich im nächsten Schritt mich fragen, warum? Warum ist er denn eigentlich so stark? Womit hängt das zusammen? Und das ist dann eine weit komplexere Frage, aber es gibt diese Phänomene und man tut gut daran, wenn man sich einfach diese Phänomene dann visualisiert. Dann kriegt man nämlich auch ein Gespür dafür, okay, wie gut oder schlecht funktioniert das. Hat auch mal eine Zeit lang nicht so super funktioniert, beziehungsweise da gab es dann eine Verschiebung. Also ganz, ganz früher war der April okay, aber nicht so herausragend und der Mai war aber dann eher der Monat, der gut war. Aber insgesamt kann man sagen, okay, der April hat eine deutlich positive Bias. Und dann kann man das doch als ein Element, als eine Entscheidungshilfe benutzen. Statt einfach nur da zu sitzen, so wie es ja viele machen. Viele sitzen den ganzen Tag am Rechner und machen nichts. Also mir ist zum Beispiel nie langweilig am Trading, weil ich entweder irgendwelche Statistiken pflege, irgendwelche Begebenheiten untersuche, was auch immer, mir Chartverläufe, die Equities anschaue, aktualisiere, was auch immer. Aber es ist immer irgendwas zu tun. Und ich kenne aber Leute, die sitzen halt einfach da und starren und sagen, oh, mir ist so langweilig. Das ist auch eine Typfrage. Beispiel aus dem Alltag. Die einen kochen Kartoffeln und wissen, okay, das dauert, keine Ahnung, 30, 40 Minuten, bis die richtig durch sind und weich gekocht sind oder was auch immer man da vorhat damit. Und stehen dabei und gucken, wie es blubbert. Die anderen sagen sich, gut, heißer werden die Kartoffeln jetzt auch nicht, wenn ich dazu gucke, wie es blubbert. Sauge ich doch in der Zeit. 40 Minuten Zeit, kann ich das ganze Haus putzen. Und so ist es hier auch. Ich kann natürlich eher so in den lethargischen Modus verfallen und in diesen Modus, ich bin Konsument, ich muss bitte alles vor den Hintern getragen bekommen. Oder ich kann sagen, okay, das war eine ganz gute Information. Jetzt versuche ich mal, das zu untersuchen. Und ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt, an dem sich die Spreu vom Weizen trennt. Die einen sagen, okay, ich brauche nur eine Anregung. Also bei mir ist es schon in der Schule so gewesen. Ich hatte, das ist natürlich wahrscheinlich auch eine Typ Sache. Aber ich hatte in der Schule schon, das kann man jetzt gut finden oder nicht, ich hatte in der Schule schon das Talent, dass ich aus wenig viel machen konnte. Also ich habe zum Beispiel nichts gewusst über Geschichte,
Wir haben eine Geschichtsklausur geschrieben. Dann habe ich nur mal so ein bisschen rübergeschielt zum Nachbarn, der halt Ahnung hatte. Habe so ein paar Sachen aufgeschnappt, okay. So ein bisschen was drumherum geschrieben und habe dann aber auch Fehler entdeckt. Also so, man wusste natürlich schon was, aber es war jetzt kein Wissen, was man jetzt ohne Fremdinspiration. Also ich brauchte schon den Anschub, worum ging es denn da überhaupt? Aber wenn ich da mal so ein, zwei Sätze gelesen hatte, war mir klar, ach so, okay, und jetzt dann wusste ich, was ich schreiben soll. Und dann habe ich sogar noch Fehler entdeckt bei dem und es gab nicht wenige Situationen, wo ich abgeschrieben habe und bessere Noten hatte als derjenige, von dem ich abgeschrieben habe, weil ich noch seine Fehler entdeckt hatte und verbessert habe. Da kann man jetzt dazu stehen, wie man will, aber das sind genau diese Qualitäten, die einen als Unternehmer, glaube ich jedenfalls, und ja, als Trader ist man ja Unternehmer, aber speziell auch an der Börse weiterbringen. Es gibt dort eine unvollständige Information und jetzt fange ich an, forsche bzw. muss daraus etwas machen, was funktioniert. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Ich kann aber mich natürlich auch hinstellen und sagen, oh, also irgendwie jetzt gerne hätte ich, dass der mir die komplette Klausur vorschreibt. Das ist natürlich eher unrealistisch. Also viele sind generell, nicht nur im Trading, sondern auch im Alltag, einfach sehr, sehr faul und bequem. Faul klingt immer so negativ. Wir sind auf Bequemlichkeit. Also zum Beispiel mir graut ganz ehrlich, da werden viele vielleicht von euch eine andere Meinung haben, mir graut davor, wenn es irgendwann mal keine Autos mehr gibt, die man lenken kann und wo man selbst Gas gibt. Mir graut davor. Ich finde es schrecklich. Viele fahren total drauf ab, was auch okay ist. Aber der Trend geht ja generell dahin, dass sich die Leute immer weniger bewegen. Im Job macht der Computer viel. Früher ist man in der Bank von einer Abteilung in die andere gerannt, wenn man irgendwie eine Nachricht überbringen wollte. Da gab es Postdienste oder man ist selbst rauf und runter gelaufen oder gefahren. Heute schickt man eine E-Mail. Ist ja alles gut. Also wir wollen ja jetzt nicht zurück in die Steinzeit, aber was ich damit sagen will ist, wir werden tendenziell immer unselbstständiger, wir werden immer fauler. Oder die Faulheit oder Bequemlichkeit, wie man es nennen möchte, wird gefördert. Und an der Börse, jedenfalls mein Eindruck, ist es sehr, sehr stark so, dass man was machen muss. Man muss sich befassen damit. Man muss sich jeden Tag, man muss jeden Tag Risiken eingehen. Man muss bereit sein, etwas zu machen, sich weiterzubilden, aktuelle Entwicklungen aufzusaugen, wieder nachzudenken, zu überprüfen und so weiter und so fort. Und wenn man dazu nicht bereit ist, dann wird es ganz, ganz schwierig. Und so etwas, was wir jetzt hier gerade machen, das hilft, einen Überblick zu bekommen, einen groben Überblick. Wie gut oder schlecht funktioniert denn etwas? Und da seht ihr, da sind ganz, ganz viele tolle Aprilmonate dabei. Hier diese beiden, dann sind aber auch ein paar schwache dabei. Hier der zum Beispiel. Aber insgesamt ist der April einfach ein extrem stabiler Longmonat für das britische Pfund. So. Und das sind Sachen, alleine das reicht mir schon als Information. Ich habe die Sachen, die mich wirklich bahnbrechend, für mich jedenfalls, bahnbrechend weitergebracht haben. Das waren jetzt nicht solche Geschichten wie, okay, man hat ein 1-zu-1-Coaching mit jemandem und der sagt einem 25 Trading-Geheimnisse, sondern es waren banale Randbemerkungen, wo es aber bei mir Klick gemacht hat, wo ich sagte, oh, das war jetzt gerade wichtig. Oder das war ein toller Denkanstoß. Wechsel zwischen großen und kleinen Range zum Beispiel, das war die Erleuchtung für mich. Obwohl es natürlich jeder auch so sieht, aber man muss darauf gestoßen werden. Also deshalb, mein Rat ist immer, glaubt nicht unkritisch irgendetwas, sondern überprüft es. Die meisten Sachen sind überprüfbar, wenn man sich mal hinsetzt. Aber alleine schon, jetzt an meiner Stelle, vielleicht haben viele von euch auch die Erfahrung gemacht, wenn ich sehe, was ich an E-Mails an Fragen bekomme. Und teilweise kann ich die selbst nicht beantworten. Ah, was weiß ich was, Erntezeit in dem und dem Markt. Den und den Dings. Was weiß denn ich? Was mache ich dann? Ich kriege die Frage gestellt, ich google. Aber ganz viele kommen gar nicht darauf, dass man googeln kann. Also da fängt es ja schon mal an. Da werden ewig lange Texte geschrieben, statt einfach zu sagen, okay, hier will ich jetzt was wissen, ich google erstmal. Auf diese Idee kommen viele gar nicht, weil sie einfach ja, sehr, 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 sehr bequem geworden sind, weil sie auch einfach Verantwortung abgeben wollen. Und ich glaube, das ist im Trading eine fatale Tendenz, wenn man die hat. Also,
Das, was ich jetzt hier gemacht habe, kann jeder von euch auch machen, kann sich die Monate April in der Vergangenheit anschauen. Man kommt hier zurück bis ins Jahr 1970, 71. Könnt ihr euch jeden einzelnen Monat April anschauen. Also jetzt hier auf Trade Signal kommt man jedenfalls so weit zurück. Da könnt ihr jeden anschauen und könnt überprüfen, waren die denn wirklich so gut oder nicht. Also ganz früher war, wie gesagt, dieser Effekt auch da, aber der war so ein bisschen um den April herum gelagert. Der war mal im April, dann war es aber auch mal einen Monat vorher. Also das ist natürlich, das muss ja auch klar sein, dass ich jetzt einen Effekt finde, der vor 50 Jahren schon genauso stark war, in der Grundtendenz vielleicht ja, aber in der Ausprägung, dass der genauso stark war wie früher, wie jetzt. Naja, das ist schon eher selten, ne? Also deshalb darf das auch gar nicht verunsichern, wenn man jetzt 40, 50 Jahre zurückschaut, wenn da dann auch der ein oder andere Rohrkrepierer dabei ist. Das ist dann so. Es wäre verwunderlich, wenn es nicht so wäre. So, und jetzt sind wir hier schon im Jahr 1979. Also wir sind jetzt hier schon 40 Jahre zurückgegangen fast. Ihr seht, da sind schon öfter mal so Monate dabei oder Aprile dabei. Aprils dabei, die nicht doll gelaufen sind. Wie gesagt, es ist eigentlich auch Käse, jetzt dann das Jahr 1965 mit der Entwicklung 2018 vergleichen zu wollen. Aber so weit käme man zurück und das kann eine ganz gute Orientierungshilfe sein, um zu überprüfen, ist da denn was Gehaltvolles dran oder ist das völliger Murks, was da gerade erzählt wird. Und ihr seht, speziell in den letzten 25 bis 30 Jahren ist dieser Effekt stark. Ist es eine Garantie dafür, dass in der Zukunft funktionieren wird? Nein, ist es nicht. Ist es eine Orientierungshilfe, die jetzt mein Setup nochmal unterstützen kann, wenn es sowieso schon bullisch ist? Ja, definitiv. Und jetzt seht ihr, während ich hier ein kleines Postulat gehalten habe, haben wir bis ins Jahr 1971 die ganzen Aprils durchgeschaut und stellen fest, okay, speziell jetzt so ab den 80er Jahren ist der April tatsächlich ein ganz, ganz toller Monat gewesen. Vorher, ja, war das okay, aber war jetzt auch nicht der Burner. Aber das hier könnte jeder machen. So würde ich mir die Zeit vertreiben, wenn ich weiterkommen will. Und so habe ich mir die Zeit vertrieben immer und so mache ich es auch heute noch. Ich untersuche Dinge, von denen ich noch nicht genau weiß, ob sie so sind, wie man behauptet, dass sie sein sollen. So, das S&P Breakout-System handelt heute noch nicht, steuert auf eine Wiederaufnahme des Handels zu, aber noch ist es nicht so weit. GBP unverändert long, pendelt aber eher seitwärts rum. Lumber bisschen weiter runter, 506,7 sind wir jetzt. Bei 500,8 wäre heute Limit down. Mal schauen, ob es dazu kommt oder ob es in den nächsten Tagen dazu kommt. Wir werden sehen. Um 16:30 Uhr wird es für Natural Gas interessant. Die klassische Natural Gas News Systematik, die einen Konter auf die erste Reaktion handelt, die arbeitet im Mittelteil des Jahres nicht. Deshalb schauen wir uns Natural Gas oder die Reaktion nach den News erstmal von der Seitenlinie an. Vielleicht ergibt sich ein Trendeinstieg, aber werden wir dann sehen. Lean Hogs habe ich eine Order im Markt, unverändert bei 75,7. Der Markt läuft seitwärts heute. Da ist noch kein Handlungsbedarf gegeben. Palladium im Abwind nach einer mehrtägigen Zwischenrallye. Cotton. Das System hat heute pausiert, also beziehungsweise gab es kein Setup. 10-Year T-Notes
Im Abwind. Auch noch keinen Handlungsbedarf. Nächsten Montag dann natürlich wieder Monday Bonds angesagt. Das Setup der FDAX präsentiert sich stark. Da gibt es aber auch im Moment noch kein neues Setup. Von daher bin ich da an der Seitenlinie. Im Zucker nach wie vor die 11,65 als Buy Limit für einen eventuellen lokalen Sell-off. Im S&P 2671. Der Markt hat also diese Unsicherheit ganz gut verdaut. Und wir haben ja schon darüber gesprochen und hatten auch diese Woche einen Trade im Nasdaq, einen nächtlichen Trade, den wir dann mittags glattgestellt haben. Um den Tax Day herum tendenziell aufwärts gerichtete Tendenz in den US-Indizes, in den US-Futures. Und ja, aber wie gesagt, erstmal müssen wir hier noch nichts machen. Ich lasse einfach mal Lamba offen, weil das wird vielleicht das Interessanteste sein, ob es dort heute ins Limit Down hineinläuft. Kurz vor dem möglichen heutigen Limit Down, also genau 4,9 Punkte tiefer, liegt unser Ausstiegslimit. Vielleicht haben wir das Glück und es läuft heute rein. Wir werden es erleben. So, heute, wir haben gerade bei den beiden Swing Trades ganz gut Bewegung drin auch. Im britischen Pfund haben wir zwar noch Luft bis zum Ziel, aber wir haben jetzt heute eine ganz gute Strecke zurückgelegt und wir haben dort mehr als den durchschnittlichen Gewinn, den dieses Setup abwirft, haben wir jetzt im Moment auf dem Tacho. Kann durchaus sein, dass ich, falls das sich noch ein bisschen beschleunigt, dass ich da heute Abend erstmal aussteige und dann einen Wiedereinstieg vornehme. Das kann also durchaus sein. Von daher, wer das verfolgen möchte, sollte dann zu den genannten Uhrzeiten 21 Uhr, 22:30 Uhr bis 23 Uhr jeweils am Rechner sein. Wir waren im Lamba auch schon in der Nähe des Gewinnziels. Wie wir hier sehen, ist dann natürlich jetzt wieder nach oben gelaufen. Einstieg war 517, jetzt sind wir bei 510,2. Ja, ihr seht ja natürlich, wie das Orderbuch hier besetzt ist. Das ist natürlich, das kann ein Mann alleine hoch und runter kaufen oder verkaufen. Deshalb ist auch in so einem Markt es wichtig, ein Ziel drin zu haben. Aber es ist natürlich auch ein sehr wackeliges Unterfangen, ne? Das muss klar sein. Also kann durchaus sein, dass wir da heute Abend noch in Aktion treten. Seht auch hier den Spread, gerade in dem entfernter gelegenen Kontrakt, den Juli, den wir hier handeln. Das ist schon, ja, schon eine Hausnummer. Also hier im britischen Pfund, schauen wir mal, kann sein, dass wir da heute Abend in Aktion treten. So, unveränderte Positionierung. Im Lamba hat sich der Preis auf das Vortagesniveau erholt. Ja, da ist es nicht so schnell ins Ziel gelaufen, wie man sich das natürlich wünscht. Aber ja, es ist ja kein Wunschkonzert, sondern das ist ja absehbar eine Geschichte gewesen, die eigentlich
eine sehr langatmige Sache ist. Es ist auch noch gar nicht, das eigentliche Setup ist noch gar nicht da, sondern wir steuern darauf zu. Aber es sind noch so 2, 3 Wochen, wo halt auch immer wieder nach oben was passieren kann. Im britischen Pfund schaut das ganz brauchbar aus. Wir gucken uns da mal den Chart an. Das ist jetzt britisches Pfund US-Dollar, der Spotmarkt. Ich trade ja den Future, also nicht, dass ihr da irritiert seid, warum das hier viel niedriger steht als der Future, den ich da trade. Also ungefähr 50 Punkte, 50 Ticks, 40, 50 Ticks Unterschied, die man da meistens hat. Also hier schauen wir so in einer Stunde nochmal drauf. Mal schauen, wie es dann ausschaut.